Dann machen wir einen Test. Hallo? Okay. Köln! Okay, ich guck den. Ich seid guck ihr den da? Streamer. Müssen wir mal professionell. Hallo? Alter, es geht! Oh. Ja. Welcome, welcome! Oh. Welcome, welcome! Lass mal ein Stück rutschen. Alter, oh. Ist das ein Crossover? Jetzt schalte ich wieder zurück zu euch. Geht das? Over. So, jetzt schalte ich wieder zurück zu euch. Geht das? Ja, versuch mal. Das hat überhaupt nicht geklappt. Doch, da sind sie. Yo! Aber wie? Boah, ist das die jetzt war aber das Wahnsinn. Noch besser. Ja, jetzt war kurz gut. Alter, es klappt einfach. Ja, wir werden das noch. Wie haben wir das gelöst mit dem Spiel? Pass auf, weil wir können ja gleich hier auf unserem Stream-Ding einfach. Dann hört man uns nicht mehr, ne? PGM. Wenn wir da hinschalten. Genau. Ich mach mal testweise, man hört uns jetzt gleich nicht mehr. Der offensichtlich noch ziemlich fit ist, mein Lieber. Ja, auf jeden Fall. Also generell die. Und so, das schnappt und ihr euch. Und das schnappt ihr euch einfach und legt euch drüber, wa? Genau. Das ja, war noch nicht unser Spiel. Wir haben hier auch so ein Signal. Ah ja, das seid ihr gerade. Ja, genau, so funktioniert das dann später. Genau. Okay, weil dann ist halt die ganze Zeit der Baller-League-Kommentator drunter, aber könnt ihr ja vielleicht runterpegeln. Ja, das war auch der Plan. Das ist eine krasse Überleitung. Ja, das ist schon wild. Wenn es irgendwie funktioniert, sind wir sehr froh. Ja. Köln-Berlin, beziehungsweise Köln-Spandau, ich entschuldige mich. Weil Berlin wird heute weggehauen. Ich war vorhin übrigens in der Kabine und da haben wir die ein bisschen heiß gemacht gegen Calcio. Geil, Mann. Der Hans hat da richtig Nummer. Der hat ein paar Beinis gefordert. Ding, umziehen. Scheiße, oh, ich muss richtig los. Alles klar. Oder? Ja, dann mach ich muss auch übel auf Klo. Leute, ich will euch alle im Chat sehen. Ihr müsst die Leute richtig nach vorn peitschen. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. So, lieber Splash-Bruder Sola, ich gebe euch jetzt den Clean-Feed, dann könnt ihr da in Spandau alles machen, was ihr wollt, ja? Könnt ihr draufgehen, könnt ihr weggehen. Viel Spaß auch an Chat. Tschüssi, HDGDL. Es hat geklappt. Hey, welcome nochmal in Spandau. So. Bei Berlin. Er lernt. Sehr gut. So, ich meine an, hier. Wollen wir den Chat anlassen? Oder wie? Ich finde es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich habe gerade von außen hier den... es gibt einen Daumen. Okay, lassen wir an. Aber da müssen wir ein bisschen Rücken gefühlt, dass man die... Goldene Mitte, so. Alle sehen kann. Ah, herrlich. Ja. Da ist übrigens, falls du die Hymne noch nicht kannst, du kannst sie einfach vorlesen. Ne? Also, du, ein bisschen schnell, aber... Ich habe ein... Es gibt für mich nur eine Hymne, die ich singe. Ja, und da muss ich dabei bleiben. Ja, gut, und, okay, dann mache ich das doppelt so laut. Du kannst das machen. Ich, respektvoll, werde ich mich euch ergeben. So, das finde ich gut. Und trotzdem natürlich das Ganze mit euch gemeinsam genießen. Ja. Ja, Leute, nochmal ganz Gänsehaut. Kurz Hallo von uns natürlich an der Stelle. Wir werden euch durch die Baller League begleiten. Nicht nur heute, sondern quasi den ganzen, weiß ich gar nicht, ist es eine Saison? Es ist eine Saison, ja. Durch die ganze Saison. Die erste Saison. 2,5 Monate geht das Ganze. Ich bin Sola, ja, falls ihr mich noch nicht kennt. Das ist der einzig wahre Splash-Brother. Du kannst dich ja auch kurz vorstellen, einmal für alle da draußen, die nicht in 2024 leben und TikTok oder Instagram installiert haben, aber... Ja, ich bin Splash-Brother. Perfekt. Mehr braucht man eigentlich auch nicht wissen. Den Rest werdet ihr im Laufe des Streams noch erfahren, denke ich mal. Ich denke auch. Also, wir machen hier Learning by Doing und rasten hier genüsslich aus, Freunde. Das wird sehr, sehr funny, bin ich mir sicher. Wir haben direkt ein absolutes Top-Spiel am Start, so wie Max das auch gerade gesagt hat. Das wird ein wildes Ding. Auf jeden Fall. Und ich habe auch schon so ein bisschen Info von den Calcio Boys bekommen. Ich habe auch so ein bisschen Info, Insights kriegen wir natürlich die ganze Zeit durch Spandau. Wir sind leicht objektiv, ja. Also bei uns im Stream sind wir eins angehaucht, also, kann man schon so sagen. Ich weiß nicht, ob du schon jemals bei der Fanmeile von Eintracht Spandau dabei warst. Du bist ja, ich habe mir sagen lassen, League of Legends Profi auch. Ja, ich bin der, den man dauerhaft beleidigt, der Jungler. Der Jungler, mehr muss man auch nicht wissen in League of Legends. Aber also sagen wir mal, eine leichte Parteiischkeit, die herrscht schon vor in der Eintracht Fanmeile, sag ich mal so. Sehr gut. Aber wir werden mal gucken. Ist das erste Spiel, es gab ja jetzt schon auf jeden Fall ein paar Begegnungen, da gibt es auf jeden Fall ein paar Teams, die schon richtig vorgelegt haben. Du hast gerade schon angesprochen, unser erstes Match wird direkt gegen Calcio Berlin sein. Da wird direkt mal ein bisschen geklärt, Spandau Berlin. Aber das haben wir ja sogar noch mehrmals in der Saison. Die sind ja auch so mehr oder weniger Hand in Hand. Noch. Ja, es ist kein Hertha BSC gegen Union Berlin. Das stimmt. Dieses Berlin-Derby haben wir nicht. Diesen Vibe spüre ich auch eher mehr bei den, wie heißen die, Käfig-Tigers? Die haben wir. Wir haben auch Beton-Berlin. Also Beton-Berlin. Sind die auch Käfig-Tigers, auch Berliner? Ich glaube ja. Ja doch, die sind von Boateng, ja. Ah, also stimmt, halb stimmt. Ich weiß auch nicht, warum die das in Köln machen. Ja. Oder in Spandau. Ja, das ist schon ein bisschen weit. Ja. Wir haben auch eine Fußballhalle in Spandau hier hinten. Das stimmt. Ja. Ne? Hätten wir nehmen können. Sowas gibt's, ja, stimmt. Das gibt's auch bei uns in Südberlin tatsächlich. Könnten wir auch bei uns machen können, ja. Aber wir sind in Köln. Ich glaube, das liegt eher daran, dass der
der Commissioner, Lukas Podolski. Stimmt, ja. Dort in der Nähe ist. Und ich glaube, für Hummels aus Dortmund ist das auch ein Katzensprung. Das ist, glaube ich, sogar seine Halle, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist die Halle, da war ich auch schon mal drin. Das ist die Straßenkicker-Base, oder? Da sind die Heimspiele. Kann es sein? Kann es jemand confirmen? Ich glaube, das kommt hin, ja. Sola, du bist ein bisschen leise, sagt der Chat. Aber das könnte natürlich auch wieder Troll sein. Man darf den eigentlich so jetzt besser? Also, dann darf so ist es jetzt gut, würde ich sagen. Hallo? Test 1. Ja, das ist natürlich die Technik, ihr wisst ja. Also ein Stream wäre ja auch kein Stream, wenn die Technik beim ersten Mal direkt perfekt funktioniert. So ist gut. Perfekt. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt noch leiser. Also der PC mag mich nicht mehr. Ja, werden wir alles lösen noch im Laufe des Tages, Guys. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis das Game losgeht. Zu leise, immer noch. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ja, ihr seht ja jetzt nur uns. Aber wir sind hier in der Kommandozentrale. Hier sind 700 Bildschirme, Lichter. Hier sind aber auch ganz viele Knöpfe, bei denen ich persönlich Angst habe, wenn ich die betätige, dass hier ganz schwierige Dinge passieren. Deswegen, ich würde hier soundtechnisch würde ich gar nichts anfassen. Wir können ja vielleicht mal gucken, ob jemand gleich rumkommt und uns hier unser Leben rettet. Ja, aber das ist auch ein bisschen Troll, ist glaube ich auch dabei. Also ich glaube, die einen sagen, es ist laut genug, das passt. Ich denke mal, wir kriegen das hin. Denn ich muss halt einfach. Ich glaube auch, wenn wir näher zum Spiel kommen, dann wird auch die Energy noch mal ein bisschen mehr kommen und auch dann werden wir hier einen Sola ausrasten sehen. Man muss ja auch sagen, du hast ja auch ein ordentliches Sprachrohr, ne? Soundpass, was labert ihr eigentlich? Ey! Weiß ich auch nicht. Aber ist auch schwer, mit deinem Sprachrohr mitzuhalten, muss ich sagen. Du hast auf jeden Fall schon Volumen drin. Ja. Angeboren. Ja, ich glaube auch. Ja, angeboren. Hit the road, Jack. Guys, ich habe hier ein paar Zettel vor mir, ja? Wir sind ja vorbereitet. Zwei, mehr nicht, weil das wäre teuer geworden. Baller League ist ja für viele von euch auch neu. Max hat natürlich gerade schon ein bisschen drüber gequatscht. Ich würde trotzdem einfach mal, bevor wir hier wirklich in den absoluten Absturz reinrutschen, weil sobald das Spiel losgeht, wird uns nichts mehr halten auf diesen Stühlen. Yes. Aber ich dachte mir, macht vielleicht Sinn für euch, für uns aber auch, ist ja auch für uns das erste Mal, nochmal so ganz grob anzureißen, was ist die Baller League, was kann die, was macht die besonders und warum ist das geil? Was machen Sachen, so ungefähr. So. Ich glaube, das mit dem Leise ist halt, weil das Mikro, guck mal jetzt, oh ja, ich glaube, das ist gut, oder? Ja, das müsste... Pommes. Ist das das Codewort? Nee, das sagt man, damit man diesen Pop-Sound testet. Pommes. Das machen wir auch schon nach jedem Gegentor. So, meine Freunde. Po. Genau, super, jetzt ist perfekt. Jetzt Supi. Ist wieder runtergerutscht. Nochmal. Ja? Du schätzt das mal nicht. Gerade als Trimax reingekommen ist, war der ganze Chat nur voll damit. War auch sehr gut. Das ist auch echt so funny, Alter, wie sie... So. Viel besser. Wie lange geht ein Spiel? Ja, das sind viele weitere Fragen, meine Freunde. Die stehen auf diesem Zettel. Also, ganz kurz einmal angerissen. Die Baller League ist eine neue Fußballliga in der Halle. Ja, wir spielen 6 gegen 6. 12 Teams haben wir am Start. Also 6 gegen 6, 5 Feldspieler, ein Torwart. Wir haben 12 Teams am Start, bestehend aus verschiedensten Größen, aus der Fußballszene, aber auch aus der Gaming-Szene. Wir haben Knossi dabei, Montana Black, Podolski haben wir gerade schon angesprochen. Es ist wirklich ein wilder Mix. Und wie gesagt, es ist Hallenfußball, es ist sehr schnell, sehr temporeich. Ich habe mir die Spiele teilweise angeguckt, auch, also da wird auch, sag ich mal, gut reingeholzt. Wir spielen zweimal 15 Minuten, zwei Halbzeiten a 15 Minuten, weil das Ding ist, bei so einer Halle, das Feld ist klein. Ich glaube, hier steht die Größe nicht drauf. Was sind das vielleicht? Also es ist auf jeden Fall nicht so ein standardmäßiger Hallenplatz, den man, glaube ich, kennt, wenn man in so eine... wie du schon gesagt hast, was hier in Spandau gibt. Das sieht schon deutlich größer aus vom Platz her. Es ist natürlich trotzdem, im Vergleich zu dem Fußball, den man kennt, ist halt... Ja, natürlich. Es ist wahrscheinlich die Hälfte von einem Fußballfeld. Wenn überhaupt. Oder ein Drittel oder so. Dann haben sie die kleineren, nicht die kleineren, doch, Mittelgröße. Das sind die D-Jugendtore, glaube ich, oder? Also das ja, sind die nicht die, nicht genau. Die ganz Handballtore, ja. Die man sonst so sieht. Das sind die D-Jugendtore. Genau, wir können ja mal ganz kurz rüberschalten. Ich guck mal, ich teste direkt mal, ob das hier funktioniert. Guck mal. So, da seht ihr das Feld. Ja? Gerade spielen noch Las Ligas Ladies gegen die Zimbos. Mhm. Aber ihr seht, das Feld ist klein, das Spiel ist dynamisch, schnell. Ne? Da gibt es keine 20 Minuten, ein bisschen hin und her passen, 80% Ballbesitz. Da ist Action. Deswegen auch 2x15 Minuten, weil jeder, der schon mal in so einer... Opa! Oh, 2-0, oder? Ich glaube auch. 2-0, ja. Oder? Also Gamebreaker-Leiste, die müsste oben jetzt schon mal so langsam voll werden. Tunnler-Tor. Gefährlich. Aber das hat auch Hans gefordert. Ne? Haben wir gerade noch mal ein bisschen Insights bekommen. Hans fordert Beinies. Es geht ja auch nicht nur um die Tore. Es geht ja auch darum, das gegnerische Mäntel zu zerstören. Ne? Definitiv. Wer aus League of Legends kommt, kennt das. Definitiv. Aber Geist, deswegen, es ist ein kleines Feld. Es ist sehr temporeich, sehr stürmisch. Deswegen 2x15 Minuten.
wenn das jetzt wenig klingt, jeder von euch, der schon mal in so einer Halle gespielt hat, das ist immer das Gleiche. Du gehst dahin mit deinen Jungs oder Mädels, sagst, ja, Stündchen, weiß ich nicht, wollen wir vielleicht 2 Stunden machen? Das ist zu kurz. Und nach 5 Minuten alle so, gar keine Luft mehr. Deswegen 2x15 Minuten ist wirklich mehr als genug. Und das sind ja auch alles gute Fußballer. Also wir haben hier so ein Niveau durchmischt zwischen Regionalliga, Oberliga. Wir haben sogar einen Bundesligaspieler dabei. Also das ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Und ich sage euch trotzdem, 2x15 Minuten reichen. Ansonsten haben wir noch als Regelwerk in jeder Halbzeit, die 15 Minuten geht, wie gesagt, die letzten 3 Minuten immer besondere Regeln. Da haben wir einmal den Game Breaker, heißt das. Und dann haben wir, was ist das andere? Die Baller League Galaxy Minutes. Ja? Mhm. Und da gibt es dann quasi 3 Minuten Sonderregeln. Zum Beispiel nur Volley oder 3 gegen 3, One Touch, alles Mögliche, um halt nochmal so ein bisschen Würze quasi reinzubringen. Und so wird das Ganze dann 11 Wochen lang gehen. 11 Spieltage gibt's. Und wenn wir es in die Top 4 schaffen, wovon ich jetzt einfach mal schwer ausgehe, dann gibt's die Playoffs noch. Eine Finalrunde sozusagen mit den Top 4. Und am Ende haben wir hoffentlich einen Pokal, aus dem wir auch saufen können. Weil das ist so ein bisschen das Ding bei Eintracht Spandau. Der Pokal ist ein schwieriges Thema bisher in League of Legends. Mm. Es läuft immer gut. So. Bis es dann nicht mehr gut läuft. Mm. Das ist immer schwierig. So Dortmund-Style. Ja, einer unserer Erzgegner ist auch die Unicorns of Love. Die Unicorns of Love. Die sind tatsächlich unser Erzfeind, Die klingen gefährlich auf jeden Fall. Die sind brandgefährlich, sage ich euch, meine Freunde. Müsst ihr auf jeden Fall ein paar Lieder gegen die machen, ne? Ein paar so, wenn dann richtig, ne? Ich sehe ja hier wirklich überall immer noch die Hymne, die gesungen wird da. Das hört auch nicht auf, das geht die nächste Stunde jetzt auch so weiter. Es ist aber auch schön. Ja. Da sieht man den Zusammenhalt, da sieht man, wie Spandau 1 ist. Buchstäblich, ja. Das ist krass, Alter. Random, spontan, Leute. Der war stark. Das macht, so. Das macht's aus. Ja, an der Stelle. Ansonsten, was haben wir hier noch auf meinem schlauen Zettel? Ja, natürlich wichtig. Ihr habt es ja schon gesehen. Der Präsident ist der Präsident, Herr Knabe. Der hat sich zwar aus League of Legends zurückgezogen, aber jetzt natürlich im Fußball will er durchstarten. Wir haben als Teammanager, Coach, alles gleichzeitig Hans Sapai, der ja auch handerlesen das Roster zusammengestellt hat. Wir können da auch gleich nochmal raufgehen. Wir haben natürlich hier einiges vorbereitet. Jetzt wollte ich Alt F4 drücken. Warte mal, Alt Tab wollte ich drücken. Alt F4 ist, glaube ich, ist gefährlich. Ne? Jetzt gleich schreibt der Chat, wenn man mal fragt, so Chat immer als erstes, drück mal Alt F4. Ja, bitte nicht. So, es gibt nämlich, das funktioniert so das Ganze. Ich zeige euch mal ganz kurz unsere Aufstellung, beziehungsweise unseren Kader. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Das müsste klappen. Zack. Bang. So. Wunderbar. Damn. Unsere Manager, Hans Sapai und Präsident Knabe. Das ist unsere Aufstellung, 9 Spieler an der Zahl. Und Sonderregel ist, jede Woche darf jedes Team 2 Wildcards nominieren. Das kann jeder sein. Das können wir beide sein. Das kann auch... Unwahrscheinlich. Cristiano Ronaldo sein, wenn man die Telefonnummer eingespeichert hat. Theoretisch, und der hat Bock. Der Präsident, der kennt auch den einen oder anderen. Einige. Und von daher bin ich mir sicher, da wird noch der ein oder andere Name, der früher irgendwo mal ein bisschen höher gespielt hat, dabei sein. Bin ich mir sicher. Definitiv. Aber wir vertrauen natürlich trotzdem in unsere Startelf. Und ihr habt es vielleicht auf Twitter schon gesehen, euch könnte es jetzt hier auch auffallen. Wir haben 9 Spieler, es wird 5-1 gespielt, also 5 Feldspieler, 1 Torwart. Wir haben aber auch nur 1 Verteidiger. Weil Angriff ist der beste Angriff. Richtig. Habe ich gelernt. Mehr Tore ist besser. Und da werden wir dann schauen nachher. Wir haben noch so 20 Minütchen, bis es losgeht. Wir haben hier natürlich auch schon unsere Scouting-Dokumente. Hier können wir schon mal unsere... Ich weiß gar nicht, ob wir sie schon... Ja, wahrscheinlich schon unsere... Die Wildcards? Unsere Wildcards. Darf man die schon... Nein, ich finde es auch gut, oder? Wenn ich hier unsere Tabs gucke. Wir haben Eintracht Spandau, dann haben wir unsere Wildcards und das nächste ist Manchester City. Aber da haben wir auch schon mal ein bisschen... Du sagst so, sollen wir das leaken? Man sieht so oben im Stream. Also, ja, ich hab das nicht vorbereitet hier. Naja. Schalten wir ganz schnell mal wieder raus. Hier. So, ich glaube, das ist schon offiziell. Das muss ja wahrscheinlich 24 Stunden vorher angemeldet werden. Nein, das ist noch nicht offiziell. Sola hat schon wieder was geleakt, Alter. Naja. Krass. Schwierig. Trauer. So. Ich krieg gerade hier, hört doch mal auf, bitte zu schreien aus der Redaktion. Die beleidigen uns schon direkt. Ja. Sola, Mann, Alter. Ist okay. 20 Minuten sind wir hier gerade erst am Machen. Ich spiele League of Legends, ich bin das nicht anders gewohnt. Direkt die erste Abmahnung. Ja, das ist okay. Ihr habt den Kader aber gesehen, da sind einige Baller dabei. Ja, das wird definitiv eine wilde Nummer heute. Und wichtig, das war... So, jetzt. Ja, nochmal, wir schauen nochmal auf den Kader gemeinsam. Ja, im Tor haben wir Bleron Berisha. Eine Legende. Spielt aktuell Kreisliga, der hat mal höher gespielt. Wo hat er gespielt mal höher? Oh, scheiße, jetzt habe ich schon so ein Ding gemacht. Du solltest doch... Ich habe nur 2 Blätter. Vor allem, guckt auf die 2 Blätter, wo es definitiv nicht draufsteht. Stark, die Taktik. Aber er ist ein Löwe.
Ich bin auch Kreisliga-Torwart. Ja, tatsächlich. Okay. Warum haben sie dich nicht gerufen? Ich habe mich beworben, ich wurde nicht angenommen. Also ich wirklich beworben? Nee, okay. Ich habe zu Henrik geschrieben, lass mich spielen. Und er meinte so, die sind alle Oberligaspieler. Dann habe ich mich nicht mehr beworben und jetzt haben wir einen Kreisligaspieler. Aber er weiß halt, dass da sind die wirklichen Diamanten. Ne? Also ich sag dir, Kreisliga hat auf jeden Fall schon mal die nötige Härte, um in der Baller League erfolgreich zu sein. Also hier mit Schickimicki-Fußball, da wirst du wahrscheinlich nicht die ganze Zeit durchkommen. Nee, das glaube ich auch nicht. Wie ist denn das mit den Wildcards? Dürfen wir die schon zeigen? Frage. Haben wir ja noch nicht gemacht. Also, haben wir noch nicht geleakt oder nicht so? Gemacht. Also er. Die sind ja noch. Ja, okay, dann zeigen wir euch vielleicht. Aber natürlich haben wir noch nicht. Nein, wir haben noch nicht über die Wildcards gesprochen, weil die sind ja noch wild. Die sind tatsächlich. Weiß man ja noch nicht, was damit abgeht. Ja. So. Wir schauen weiter auf den Kader. Wir haben Alvin Weber, Andreas Volk. Andreas Volk ist unser einziger Verteidiger. Der ist auch stark genug für drei. Das sieht man auch auf dem Bild. Der macht die Einserkette hinten fertig. Safe. Dann haben wir im Mittelfeld Alvin Weber mit Georg Skiri, Luki Matondo, Richard Sukuta Pasu. Das ist ein Ex-Bundesliga-Spieler. Der einzig wahre. Der ist auch von Hans Sapai handgepickt. Ne? Also der war, glaube ich, auch. War es unser erster Draft? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber Hans Sapai selber hat ja sogar mit ihm auch ein Casting gemacht für potenzielle Spieler für unser Team. Ja. Da ist jetzt zwar keiner im Kader selber, aber könnte theoretisch könnte als Wildcard genau, oder so kommen. Außer Sukuta Pasu. Oder wurde er auch gedraftet? Also live in. Der wurde letzten Montag gedraftet. Okay, der war auch dabei. Der hätte uns auch gemobst werden können. Aha, okay. Das ist sehr, sehr stark. Dann haben wir weiterhin im Mittelfeld Sangar Aziz, Tim Kleefisch und den Namen, den werde ich immer besonders gut aussprechen können, Turgay Akbulut. Wenn der er immer spielt, ich werde das Zimmer, richtig übertreiben. Turgay! Der spielt auch überall. Also der hat ja nicht mal eine Position. Der hat nicht mal eine Nummer. Der ist Libero. Der weiß man noch hat nicht. Hat er die Nummer 0 oder ist es auch eine Wildcard? Darf man beim Fußball die Nummer 0 haben? Ich weiß es gar nicht. Also in der Baller League könnten die es ruhig mal erlauben. Fände ich gut, ja. Könnte man machen. Aber du hast ja auch fußballerisch, also du bist ja aktiv. Wir können die Wildcards zeigen. Zeigen wir die Wildcards. Wir haben sie ja vorher noch nicht geleakt, deswegen leaken wir sie euch jetzt. Richtig. Ja. Das ist unser Roster, aber wir haben uns Verstärkung auch schon für diese Woche geholt. Und zwar niemanden Geringeres als Konstantin Rausch. Wir haben hier schon mal den Transfermarkt aufgemacht, weil der wird steigen. Das kann doch nicht sein, aber, oder? Das Spiel läuft? Wie? Das geht ja nicht. Nein. Nee, was ist denn das jetzt? Was macht ihr mit uns? Was für Spiel? Diese Trolls! Wahnsinn! Wow! Das ist krass, Alter. Ja, jetzt weißt du schon mal, wie der Hase Lüge, Lüge, Lüge! So. Lüge, Lüge, Lüge! Wir machen mit unserer Analyse weiter. Konstantin Rausch, wir haben den Transfermarkt schon mal aufgemacht, weil... Er ist eine Maschine. Es ist davon auszugehen, dass jeder der Spieler deutlich im Wert steigen wird, nachdem er sein Debüt für Eintracht Spandau auch hingelegt hat. Definitiv. Karriereende wird wahrscheinlich dann wieder Karrierestart. Ja. Bei Konstantin Rausch. Also einmal ein dickes Welcome an Konstantin Rausch. Absolute Maschine. Ja, guck mal hier, hat gespielt VfB Stuttgart. 5 Millionen aber. Ich kenne ihn, tatsächlich. Ja. Also ich bin ja ein bisschen in der Fußballbubble, nicht zu deep auch. Aber Konstantin Rausch kennt man, hat noch ein paar Jahre spät dann auch, er hat auch bei Darmstadt gespielt, ist nochmal nach Russland, hat bei Köln auch gespielt, genau. Der ist rumgekommen. Der ist gut rumgekommen und also wir haben noch vorher gesagt, wir haben keine Verteidiger. Stimmt, ja. Er ist ein Verteidiger, er ist ein Linksverteidiger. Dann machen wir das so, wir machen jedes Mal einen Verteidiger durch Wildcard, dass die Gegner sich auch nicht vorbereiten können. Die wissen ja gar nicht, gegen wen sie da ran müssen. Das wäre schlau, aber wir, also wenn wir das wüssten, ne, was Präsident Knabe plant tagtäglich, der ist so facettenreich und besonders, deshalb, wissen wir nicht, wie der das geplant hat, aber er bringt halt auch den Gegner immer in so eine blöde Situation, dass der immer sich denken muss, Mann, wer kommt da jetzt? Ja, heute haben wir Konstantin Rausch am Start einmal und der wird, denke ich, das ist einer, der passt da auch perfekt rein. Der hat Waden, Bro. Ach so, ich meine, der hat so richtige Waden. Ja, nicht Booty, nicht Booty. Okay, Waden. So, und unser zweiter Wildcard-Spieler ist Marco Chirillo. Oder... Was glaubst du, wie ist er? Cirillo. Er kommt aus Italien, ja? Cirillo. Ja, oder Cirillo. Ja. Das ist ja wahrscheinlich, die sprechen das L aus. Wahrscheinlich. Nicht wie bei der hat jetzt, sag ich Spanisch. Mal, noch nicht die Bundesliga-Karriere hinter sich, aber der hat zum Beispiel beim Berliner AK gespielt. Ja. Talentschmiede. Und bei Gladbach 2 war er auch kurz.
Und ja, das ist ein, oder nicht, was heißt kurz, das war sogar 3 Jahre, relativ länger sogar dort gewesen. Und Wattenscheid, wenn ich mich nicht irre, die sind letztes Jahr aus der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen. Chat, kann das irgendjemand confirmen? Du hast ja richtig Wissen hier. Ja, wir haben ja nur Oberliga-Experten im Chat. Das ist ja quasi unser Themengebiet auch. Tatsächlich. So, das sind unsere 2 Wildcards für heute. Und wie gesagt, Manchester City, die haben schon angerufen. Die wollen einige Spieler schon haben. Deswegen haben wir das Tab hier, den Tab hier nochmal aufgemacht. So, wir können auch ansonsten nochmal ganz kurz, Guys, hier auf die Seite gehen. Für euch, wie gesagt, nochmal als Info. Baller League. Heute sozusagen einschießen, buchstäblich. Der erste Spieltag jemals. Wir haben schon ein paar Begegnungen hinter uns. Wir hatten zum Beispiel heute, und das, der Tag hat quasi direkt mit einem Knaller gestartet. Wir hatten Hearthstock Royal, das Team von Trimax, gegen die Gönnergy Allstars. Mag man jetzt vielleicht schon vermuten, von wem das Team ist. Und die von wem sind, ist das? Ja, weiß ich nicht, du. Also. Ich weiß nur, wem Präsident Knabe sein Team ist. Alles andere ist auch nicht so wichtig tatsächlich. Aber die haben 1-6 auf die Schnauze bekommen. Das ist tough. 6 Tore in der Halle muss man auch erstmal schießen. Du, das kann ganz schnell gehen. Das, ja, wir wissen ja auch nicht bei den Specials, bei den Alarmen, was da dann ganz genau abgeht, wie sehr das sich dann aufs Spiel auswirkt. So, ne, haben wir die einzelnen Dinger, die da rauskommen könnten? Erste Halbzeit, zweite Halbzeit? Ja, wir haben ein Beispiel. Also bei der ersten Halbzeit könnte zum Beispiel One-Touch kommen, also nur noch eine Berührung, oder nur noch Volley aus der Luft oder 3 gegen 3. Und 3 gegen 3 in so einer Halle ist natürlich noch mal was anderes. Ja, das ist dann Halbzeit. So ein LeBron-James-Effekt, was da sein kann, weil da nämlich einer, der richtig krass ist, halt total übernehmen kann. Ne? Fußball ist ja immer ein Mannschaftssport, aber umso weniger Leute auf dem Platz sind, umso mehr entscheidet halt der Einzelne dann am Ende. Und das könnte natürlich für ein Team dann einen Vorteil geben. Wir haben ja nur Legenden. Also wir haben nur Legenden. Auswechseln. Definitiv. In der zweiten Halbzeit könnte dann zum Beispiel die Shotclock kommen. Was kommt jetzt schon wieder? Nee, die sind schon wieder am Sticheln da. Leute. Das ist ein bisschen frech. Die sind einfach nur, nicht am Sticheln, sondern hier, die wollen verarschen so die ganze Zeit. Ich lach auch nur noch. Aber ein bisschen Angst habe ich auch, dass sie recht haben. Ich werde immer mal luschern. Wir haben noch Zeit. Die sind gerade in der zweiten Hälfte. Leute. Die sind in der zweiten Hälfte und die Zimbos, die sind gut drauf. Ne? Das ist das Team von Gamer Brother und den Teasies. Die Zimbos. Können wir mal in deren Kader reinluschern, was die hier sind. VfR so Zimbos. Was steht VfR? Oder Zimbos? Zimbo klingt schon geiler, muss ich sagen. Zimbos. So. Oh, die haben defensiv haben die Babacar Mbengue. Das ist krass. Das ist schon mal eine Legende. Christian Clemens hat auch, glaube ich, Bundesliga gespielt. Daran erinnere ich mich nur dran, weil die in so einem Pick den gewonnen haben, glaube ich. Wenn ich Clemens höre, muss ich immer an den einen hier, Clemens von TikTok denken. Den kennst du bestimmt, oder? Welchen Clemens von TikTok? Der Clemens, der immer diese Figur spielt auch. Nee? Ich dachte, ihr kennt euch alle da so untereinander. Ja, wahrscheinlich schon, aber... Das ist ja so ein WhatsApp-Chat, wo alle so drin sind. Das ist in jeder Bubble gefühlt so, dass es diesen mysteriösen WhatsApp-Chat genau gibt. Genau der. Nee, aber... Sag mal, hat mir jetzt nicht... Außer ich sehe jetzt ein Video, dann weiß ich vielleicht vom Sehen her direkt, wer das ist, aber so wusste ich es jetzt nicht tatsächlich. Die haben auch Patrick Papachristodoulou. Patrick Papachristodoulou? Der macht Eindruck, der Name. Malakias. Aber was mich mal interessiert Griechisch. Ist, wie gesagt, also Trimax-Team hat ja ordentlich rasiert. Wo sind die hier? Wir können ja mal kurz durchgehen. Wir haben die Streets United, Las Ligas Ladies, Käfigtiger, Potatoes, Simbos hatten wir gerade. Golden Eleven haben wir, da ist Hearthstock Royal, dann haben wir Beton Berlin, die Gönnergy Allstars, Calcio Berlin, gegen die wir gleich in den Boden stampfen werden. Respectfully, weil wir haben ja kein Beef, aber die werden trotzdem zerstört. Amen. Und dann, genau, ich wollte mal gucken, weil 6-1, wir müssen mal schauen, was hier zusammengezogen wurde. Ob das mit rechten Dingen zuging hier. Ob man da jemanden kennt. Da haben wir. Der Torwart war krass. Ja? Ja. Also der hat wirklich, der sieht auch ein bisschen aus, guck dir den mal an, ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Ederson. Der hat was. Ja, weit. Na? Deutscher Ederson. 7. Grades Cousin von Ederson. Da bin ich dabei. Also den... Sehr weit entfernt. Die müssen wir im Auge haben. Die haben ordentlich rasiert. Ja, wir dürfen uns nicht von einem Spiel irgendwie zu krass catchen lassen. Jedes Spiel wird neu sein. Jedes Spiel auch. Wird seinen eigenen Charakter haben. Schauen wir, was wird. Ich glaube, das sagt immer nichts aus wie in der Bundesliga. Ne? Wenn du dann so ersten Spieltag hast, dann hast du erster Spieltag dieses Jahr, sage ich natürlich immer gerne. Ja. Union Berlin gewinnt 4-0 gegen Mainz, glaube ich, war das. Ja. Mal gesehen, wo die Reise hingeht. Ja, aber ich glaube schon, jeder Unioner, das geht weiter wie vorher, aber so ist das nicht.
Ich glaube aber schon, dass der erste Spieltag zumindest so ein bisschen Weichen stellt. Weil ich meine, am Ende des Tages, ich glaube, die Teams haben ja auch jetzt nicht großartig viel Training. Also heute wird es noch viel so ein bisschen, in League of Legends würde man jetzt Solo-Queue sagen. Mhm. Also, weiß ich doch. Na gut. Ach stimmt, du bist ja Experte. Ich weiß der gar nicht. Jungler hier. So. Aber die erste Beleidigung gecatcht. Richtig. So. Okay. Aber, also, das finde ich, haben wir auch den Spiel ein bisschen gesehen. Heute ist alles noch so ein bisschen, jeder versucht so sein Ding zu machen. Mhm. Und ich glaube, das wird sich mit den Wochen noch ein bisschen legen, aber ich denke, man sieht schon, wer sich in der Halle zurechtfindet und wer nicht. Weil ein paar von denen, die werden ja schon so ihre Straßenkicker-Erfahrung haben. Andere wiederum, ich weiß auch gar nicht, was meinst du, wie sehr sich so jetzt jemand, der Bundesliga gespielt hat. Mhm. Ist ja erstmal krass. Mhm. Klingt ja erstmal unfair. Aber wie viel von dem, was du in der Bundesliga lernst, lässt sich auf eine 40-Meter-Halle übertragen? Ich würde sagen, ein Bundesligaspieler, ein Profi, ein Spieler, der sein ganzes Leben lang Fußball spielt, der wird in egal in welchem Raum gut Fußball spielen können. Weil zum Beispiel auch ein Tuchel, der trainiert mit den Spielern zum Teil tatsächlich genau in jeder Zone einmal so. Das heißt, die müssen sowohl im engen Raum spielen können, die müssen aber auch in einem größeren Raum spielen können. Natürlich hat aber dann jeder einzelne Spieler seine Stärken. So. Für manchen Spielern ist ein Großfeld ein Riesenvorteil, für andere Spieler ist es dann am Ende ein Nachteil. Kommt auf Ausdauer an, wie ist der Spielstil, wie ist auch die Taktik am Ende. Wir haben ja auch so einen kleinen Insight in unsere Taktik bekommen von Hans. Ne? Wir spielen eine 3-2. Ich guck nochmal ganz kurz hier. Also wir haben natürlich hier, ich weiß auch nicht, aber wir haben heute schon so viel geleakt, wir machen das jetzt einfach. Wir dürfen leaken. Wir haben heute als Aufstellung haben wir geplant. Jetzt muss ich mal scrollen, hier wurde einiges geschrieben. So, wo ist unsere Aufstellung? Im Würfel spielen wir. Im Würfel? Im Würfel. Im Würfel. Tatsächlich, 3-2 im Würfel. Mhm. Und hier. Gegen Ball spielen wir 3-2 dann und mit im Würfel. Mit Würfel und gegen den Ball eine 3-2. Aber wie macht man den Würfel mit 5 Spielern, ist die Frage. Ja, einer in der Mitte. Also ist eine 1 quasi das ist geworden. Weil Eintracht Spandau. So es nämlich. Hans es ergibt alles Sinn. Es ergibt alles der Sinn. Der Sapai-Effekt. Das stimmt, ja. Wir haben noch sonst welche Teams? Wir waren noch nicht bei allen Teams durch. Lass uns nochmal, oder? Ja, oder sagst du es nicht so wichtig mehr? Wir können nochmal reingucken. Lass uns wenigstens nochmal die Ergebnisse gucken. Die sehen wir auch auf einen Blick, ne? Dass wir nochmal schauen, wie denn die letzten League of Legends schreibt er, ne? Das ist geil. Zack, schauen wir nochmal vorbei. Ja, das Internet ist gerade ein bisschen langsam. Das bricht auch in Vorbereitung auf unser Spiel. Da muss Google nochmal ein bisschen den Server abbauen. Ist natürlich klar, dass die Bandbreite nicht reicht. Ja. Bei dem Andrang, den ihr hier liefert. Erzeugt. Ja. So, was ist denn das jetzt hier? Was ist das hier? So. Nee. Jetzt. Also, wir haben heute schon gehabt Folgendes. Hardstack Royal gegen Gönnergy Allstars, wie gesagt, 6-1 für Hardstack Royal. Dann haben sich die Potatoes und die Käfigtiger mit 3-3 unentschieden getrennt und Beton Berlin hat eine 1-4 Klatsche gegen die Golden 11 bekommen. Jetzt gerade haben wir ey, sorry. Las Ligas Klosemals. Gegen Zimbus, die führen gerade mit 3-0. Die Zimbus führen? Ja, die Zimbus führen mit 3-0 und wir haben natürlich dann Match of the Week. Ich suche die ganze Zeit, wo ist das Spiel, der Zimbus, ne? Aber das ist der da oben und man hat tatsächlich einen kleinen Live-Score, ne? Also der ist mit dem aktuellen Score dabei. Ja, natürlich. Und wenn du darauf klickst, direkt 4-0 schon? 4-0. Ui. Wir gucken mal, ob schau das mal, wie schnell das live wird. Das macht der Praktikant noch per Hand, glaube ich. Ja. Gucken wir mal. Ja, die Frage ist, wie schnell ist unser Internet? Vielleicht schafft man das. Ja, aber das sind ja auch 100.000 Leute, die gerade die ganze Zeit aktualisieren. Die wollen ja alle wissen, egal wo auf der Welt du gerade bist, du willst wissen, zwischen Las Ligas Ladies und VfR Zimbus steht. Das stimmt, ja. Wem gehört Las Ligas Ladies? Lass mal da reinklicken. Vielleicht ist der Live-Score einfach ein bisschen überfordert gerade. Schauen wir nochmal, wem die Las Ligas Ladies, LLL. Ich glaube, das ist ein Totalausfall hier gerade. Ja, ein bisschen über. Wahrscheinlich, weil die ganzen. Der ganze Chat. Oh, jetzt gibt's aber auch eine Klatsche. Ach du, ach, du heilige Makrele. Was ist denn hier los? Da schalten wir mal ganz genau zurück. Hoffentlich passiert uns das gleich im Spiel nicht. Was ist denn hier los? Es sind zu viele Tore auf einmal gefallen. 5-0 steht's jetzt auf einmal. Ja, die Simbos. Die Simbos. Vielleicht steht da auch ein Trainerwechsel bevor. Ballen. Ja, die Seite hat sich noch nicht ganz wieder beruhigt. Aber meine Freunde, wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu schnacken. Wobei eigentlich nicht mehr so viel, weil nach dem Spiel geht es relativ fließend los.
Wir haben auch noch eine kleine Überraschung für euch dann gleich. Da werde ich aber ausnahmsweise nichts liegen. Da könnt ihr euch gleich schon mal drauf freuen. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, vor allem an Splash-Bruder, der ist ja hier quasi für dieses Umfeld absoluter Newcomer. Warst du überhaupt in deinem Leben schon mal in Spandau eigentlich? Gibt es einen Grund, nach Spandau zu kommen, wenn man nicht mit Eintracht Spandau assoziiert ist? Soll ich jetzt so ganz weit zurückfahren? Mach. Okay, ich fahre ganz weit zurück. Also, ich habe eine Zeit lang in Rudow gelebt. Okay. Ja, und Rudow, wenn du Rathaus Spandau kennst, dann weißt du ja, dass das genau andere Seite des Quasi. Ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, in Berlin kannst du quasi in Spandau einsteigen und 1,5 Stunden ununterbrochen Bahn fahren und bist immer noch in Berlin. Ja, für alle Nicht-Berliner. Klingt absurd, ist aber wirklich so. War übrigens auch mein Arbeitsweg die ersten aus Rudow? Ne, nicht ganz, aber aus Hellersdorf. Aber so, okay. Quasi okay, fast. Mit S5 okay. Einmal durch vom Marzahn. Ja, okay, okay, okay. Ja, also bei mir war es damals, wir haben da in Rudow gewohnt und ich habe, wir haben Familie, ihr wisst ja, ne, türkischen Cousins sind überall. Ah, ja, okay. Und man hatte auch welche in Spandau. Und das war dann immer natürlich eine, tatsächlich eine Weltreise. Du bist dann da eingestiegen, 1,5 Stunden U-Bahn, 7-mal siehst du so oben diese Bild-Zeitungsartikel, du kommst schon gar nicht mehr klar. Das ist immer schlimm, das hält immer nur so 20, 30 Minuten, ne? Und du weißt ja, wir sind ja jetzt in der neuen Zeit, Powerbank hier, dies, das, Internet, bla 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 bla, alles so voll fest und so. Damals, du hattest nichts, du hattest einfach nur so dieses das Bild-Ding. Das war Content damals, ja. Das war tatsächlich Content, genau. Und wenn dann noch Kopfhörer vergessen hast oder Akku leer oder so, dann schwierig. Kopfhörer immer der klassische so hinten in der U-Bahn so irgendwo chillen. Ah, du warst das immer, der. Genau. Okay. Anderthalb Stunden ist Terror, soweit tatsächlich. Aber ja, ich war schon öfter hier. Ich bin ganz früher mal geskatet und dadurch sind wir öfter mal nach Spandau gekommen. Hier gibt es so einen Skatepark. Ah, aber echt? Ja, hier gibt's ein paar Sachen. Und die Altstadt, ja? Ist gar nicht mal Spandau hat einiges schön. Hat schon was, aber hat auch tatsächlich eine ganz große Entfernung für mich halt. Ne? Ja, also, aber der Vorteil ist, wenn du dich in Rudow reinsetzt, hast du einen Sitzplatz. Das stimmt. Weil erste Station ist noch das leer. Das stimmt, ne? Ja. Und da stehst du dann auch nicht, da stehst du dann auch nicht auf, wenn eine Oma reinkommt. Natürlich Pech. Nicht. Also. So, Digga, ich fahre jetzt 1,5 Stunden, steh mal ein bisschen. Nein, wir stehen natürlich für die Omas und Opas Spandaus, stehen wir natürlich immer auf. So. Aber nicht in Rudow. Nein, gut. Nein, wir stehen für alle Omis auf. Na gut. Du aussieht der normalste League of Legends Spieler. Echt, ne? Das ist, Ich könnte. Aber ja. Ich bin auch, man könnte auch sagen, ich bin ein Dart, ich sehe aus wie ein Dart-Spieler. Ja, ich habe gesehen, du hast, Dart ist ja auch inzwischen in Spandau angekommen. Hast du damals die Dart-WM verfolgt, letztes Jahr? Nein, aber ich habe sie nachgeschaut, weil Niklas Levinson so, hier auch Calcio Berlin, ne? Weil der so bei uns, der kam zu uns zu Dime Time. Wir haben so eine Fußballshow gemeinsam mit Benji, No Hand Gaming. Ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Ja. Und der kam halt da zu uns rein. Boah, ich habe gerade voll den Faden verloren. Wollen wir nochmal? Niklas, genau. ich habe ADHS auch. Das kommt jedes Mal wieder raus in diesen Momenten. Ich lese da Chat, da 1-1, hier, da. Es kann ein paar Mal passieren. Aber hier blinken irgendwelche Sachen und ich verliere den Faden. Auf jeden Fall kam Niklas bei uns rein und war so, ja, in letzter Zeit spiele ich immer 70er-Leg. Also so, spiele ich 70er Average. Ich war so, Digga, willst du dich verarschen? Ich trainiere jeden Tag. Ich komme so gerade mal so, ich kratze manchmal an der 50. So, und dann, das beste Leg war dann mal 80, so was du jemals gemacht hast, aber der spielt das so average. Ich bin so zu noobhaft gewesen. Und dann bin ich aber so, weil ich bin Competitive Mindset, ging bei mir direkt an. Ich dachte, okay, ich muss mich auf Niklas vorbereiten, irgendwann wird dieser Tag kommen. Da bin ich reingegangen, habe ich geguckt und dann sehe ich, auf Single finishen. Was ist das denn? Ja, da war ich schon raus. Da war ich schon so, lad mich erst gar nicht ein. Was ist das auf Single enden? Aber wir hatten Marcel Scorpio dabei, ne? Der hat natürlich die 180er raus. Der hat gespielt? Ja, der hat auch gewonnen, überraschenderweise. Ah, das ist aber eine Überraschung. Du kannst keine Influencer-Dart-WM machen und den einzigen Influencer, der Dart spielt, gewinnen. Der muss aber trotzdem eigentlich dann der Host der ganzen Nummer sein oder so drüber stehen. Oder mit der schwachen den Hand. Den Pokal übergeben. Das muss Marcel machen dann im Endeffekt. Aber ja, vielleicht bist du ja, falls es noch eine gibt, vielleicht bist du ja dabei dann. Bist du auf jeden Fall auf der Teilnehmerliste, auf der Gästeliste. Ich hab auch Niklas gesagt, das ist eigentlich eine Frechheit, dass ich nicht gefragt wurde, aber auch nicht. Ja, also gut. Ist ein Mix. So, es geht los. Hier geht gar nichts los. Wir haben das hier auf unserem Bildschirm. Beruhigt euch doch mal. Sobald meine Freunde... Macht mal hier, keine... Das ist ein Knopfdruck. Guckt euch das an. Zack und weg. Und wieder hin. Und wieder weg. Und wieder hin. So schnell geht das. Was, jetzt gerade ist die Situation... Achso, das ist die 5G-Cam. Davon hatten wir auch schon ein bisschen was gehört. Die hat jetzt der Schiedsrichter gerade aktuell. Ja, die haben jetzt, glaube ich, gerade diese letzten 3 Minuten da, wo jetzt nochmal irgendwas Special losgeht, haben die jetzt. Okay.
Und dann geht's gleich geht's mit unserem Spiel los. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt jetzt hier, also wir könnten ja jetzt auch das Spiel schon gucken und darüber reden. Ich weiß nicht, ob wir das sollen, ob wir das dürfen können, ob dann glaube, die Anzeige kommt. Ich glaube, das können wir bestimmt selber vielleicht sogar haben wir entscheiden. Ja nur die Rechte für unseren 15-Minuten-Block gekauft, weißt du? Vielleicht ist das so, ich glaube nicht. So segmentiert wie beim Fußball. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das Budget gereicht hätte dafür. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir dürfen. Die Regie hier gleich kommt, uns aber nein, wir dürfen bestimmt. Wir machen einfach. Einfach machen. Ja. Ja, auch gut. Wir können den Chat auf jeden Fall in der Szene ausmachen, wenn euch der stört. Ich glaube auch fürs Spiel selber. Also wir können ja jetzt noch anlassen, aber da ist ja eh die Hymne die ganze Zeit, nur die könnt ihr euch ja dazu denken. Also zack, guck mal, wir können den auch hier einmal ausmachen. So. Und so würde das Ganze dann live aussehen. Ja. Ja. Sieht aus, als ob wir so FIFA-Streamer sind, die gerade so Weekend League spielen. So eigentlich könnten die uns so, falls wir mit dem Rechten Probleme haben, könnten wir auch einfach uns einen Controller holen und so tun, als würden wir zocken. Ich glaube, ist auch eine Frage der Zeit, bis es die Baller League Edition gibt dann wahrscheinlich. Von FIFA meinst du? Ja, ja. Ne, EA FC selbst. Ja, stimmt. Gab's doch früher mal hier, wie hieß es? FIFA Street war goated. Ja, definitiv. Also der erste war ganz krass, ganz, ganz krass. Also als Kind, das habe ich so abgesucht. FIFA Street war wirklich geil. Der zweite war dann so, hatte so eine komische Kameraansicht, hat mir nicht so perfekt gefallen. Der dritte war dann auch wieder geil, fand ich FIFA Street 3. Auch ganz gefährlich war damals Wii-Fußball. Ja. Das war auch ganz gefährlich. Ja. Was auch geil war, war hier Super Mario Fußball, war auch sogar geil. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ja, auf der natürlich, GameCube. Natürlich. Das ist zeitlos. Das war auch zu krass, Alter. Das ist komplett zeitlos. So, ihr seht, Guys, da ist gerade die 28. Minute angebrochen. Also, was sollen wir hier bei dem 5-0? Ja. Wen gehören jetzt die Las Ligas Ladies? Ja, wir gucken nochmal nach hier. Ja. So, da haben wir Jule Brandt und Selinka wie spricht Selina Cerci. Cerci. Also eigentlich bestimmt sogar Cerci oder irgendwie sowas. So auf richtig tryhardig ausgesprochen. Aber wir sagen Selina Cercic. Ja, die haben es nicht mal geschafft, Fotos zu machen von ihrem Team bisher. Mm. Die waren schon im Bootcamp, hat nur leider nicht funktioniert. Aber wie gesagt, der erste Spieltag ist, glaube ich, auch... Glaub mal, erster Spieltag, die gehen gleich alle in die Kabine. Ich sehe schon jetzt so, die werden sich so richtig anschreien. So, wie sollen wir das machen und so? Weißt du, die sind schon so richtig so... Ich seh schon, die. Das sind auf jeden Fall, ich glaube, das kann man sagen zur Liga, viele Charakter. Ja. Einfach viele safe. Charaktere, safe. Viele Menschen, die auffallen wollen auch... Du siehst so teilweise Szenen, ich sehe beim Draft, siehst du so Leute, die machen so Crip-Sites und so. Ich denke mir, Junge, komm mal klar, Alter. Beruhig dich mal. Ich glaube, das wird sich aber auch ein bisschen entwickeln. Jetzt am Anfang hast du natürlich ganz krass die ganzen Teammanager, die ganzen Streamer, Profispieler und so weiter, die halt jetzt die Charaktere sind. Aber ich glaube, dass über die Wochen auch die Spieler teilweise, so zumindest vereinzelt, ich glaube, da sind auch ein paar Rampensäuer dabei, die dann halt nochmal so ein bisschen in den Vordergrund kommen. Guys, ich habe es jetzt ein, zwei Mal gesehen. Wir können mit Ton machen. Wir haben halt keinen sauberen Feed. Das heißt. Svensson, ah, da ist er. Ja, ja. So. Jetzt fühlt es sich noch mehr wie FIFA an. Also, wir können es dann so leise machen, damit wir ein bisschen Feeling haben. Ja, wir können ja mal ein paar Einsen und Zweien. Ja, leise auf jeden Fall. Ich glaube auch. Aber ich glaube, das kann teilweise einfach so ein bisschen sich auch so angreifen, so mehr oder weniger. Wenn er ausrastet, dann ist er ja auch nochmal lauter. Ja. Wir können auch fragen, schönes Tor, aber ist das 6-0 oder was? Ja, das ist 6-0. Also wir können ja auch fragen, wir haben ja Julius den Turm live vor Ort, der könnte ja auch einmal mit dem Handy-Mikrofon so am Rand sein. Dann könnten wir per Telefon an unser Mikrofon ein bisschen Atmosphäre noch holen. Ach so. Okay. Oder wir machen im Hintergrund einfach, warte mal, wir können auch einfach... Stadionmusik anmachen. Das geht natürlich auch. Mach dir mal so eine Spezi auf, finde ich gut. Ich mache mir mal eine Spezi auf. So, guck mal. Wir können im Hintergrund ja auch einfach, ich weiß nicht, ob wir, wahrscheinlich haben wir kein YouTube Premium hier, aber wir können ja auch einfach mal hier so Stadionatmosphäre. Was ist das denn? Wie ist das, wenn ich was drücke? Das ist gar nicht gerafft, Alter. So, geil. Ist das auf der Tastatur so ein Sound drauf? Wir können mal Stadionatmosphäre eingeben. Ich suche auch extra für dich Hertha BSC raus. Gibt's, glaube ich, gar nicht. Gibt's nicht. Na, dann nehmen wir jetzt einfach Dortmund. Nimm Dortmund. So, das benutze ich immer für. Das habe ich auch immer für meine Videos. Das können wir eigentlich im Hintergrund, können wir. Das ist schon, hat schon was, oder? Das könnte man machen, ja. Da müssen wir. Also, ey, ich bin dabei. An mir soll es nicht scheitern, aber. Oder ist das lizenziert? Nee, lizenziert wird das, glaube ich, nicht sein. Weil das einfach. Weil ich das auch schon öfter für meine Videos benutzt habe. Ja, jetzt macht mal eins im Chat, wenn ihr mit Stadionhintergrund haben wollt und zwei, wenn ihr ohne haben wollt, lieber. Aber das hätte schon was, oder? Von mir aus gerne, aber du hörst einfach diese Stadionatmosphäre und der kommt raus und sagt, aber, du hast du aber, da müsstest du aber dann Robby wiederum ausmachen. Dann ist es gut, ja. Komplett aus dann? Ja, wenn, so beides aufeinander ergibt ja nicht so viel Sinn. Aber wir haben eins und zwei. Boah, ist schon durchwachsen, ne?
Es geht schon mehr nach Einsen-Richtung. Aber wir können auch eine Umfrage machen, oder? Damit wir nicht schätzen müssen. Ja, müssen wir mal gucken, ob die Regie das hinkriegt, weil die ist natürlich... Ach so, wir sind nicht in dem Twitch, ne? Nee, wir sind ja nur Gäste hier. Ja. Atmo an, Kommentar aus. Wir könnten es machen, ich würde es auch einfach mal machen. Und grundsätzlich ist die Regel, solange niemand von links böse guckt, machen wir es einfach. Ja. Und wenn, dann machen wir es trotzdem und ja. Und dann guckt halt jemand böse. Ja, richtig. So, finde ja, ich gut. Ja, finde ich auch gut. Ich glaube, dann haben wir einen kleinen Trick. Ja, Max ist tatsächlich vor Ort, der Präsident ist auch am Start. Ja, vielleicht bekommen wir den auch gleich nochmal zu Gesicht. Hier sehen wir schon nochmal ein kleines Interview. Tone. Mit wahrscheinlich einem der Top-Player der Simbos. Es geht auch gleich los, meine Freunde. Nächstes Match ist dann unsers und ich denke mal, in der Kabine wird auch gerade schon Dachilles gesprochen. Vom Präsidenten, vom Hans. Mal Hans sowieso eine fucking Legende, ne? Absolut. Jetzt mal ernsthaft, also als Fußballfan, der. Also, ihr wisst ja, Social Media hat sich in den Jahren einfach krank entwickelt, aber er war ein Social Media Man, bevor es gefühlt Social Media so richtig gab. Er war ein Meme. Und er war keiner, der so, es gibt ja immer Leute, die haben keine dicke Weste, ne? Die können nicht über sich selber auch lachen oder können den Joke nicht mitgehen oder so. Er war einfach das laufende Meme. Guck mal, wir haben sogar so ein Hans-Safer-Gif. Das ist sehr das strong. Geil. Goated. Das würde ich bitte jedes Mal gespielt also, sehen, wenn wir Hans-Safer auf dem Bildschirm haben. Also wirklich, was, wen wir da als Trainer am Start haben, ist Wahnsinn. Ja, Freunde. Geil. Absoluter Macher. Ich guck mal ganz kurz, wir haben ja schon eine Abstimmung. Wir können bei hier Facebook gab es früher so viele Facebook-Gruppen und Memes von Hans. Es war einfach nur Wahnsinn. Der richtig cooler Typ. Ja. Den habe ich auch in Köln kennengelernt, also unabhängig jetzt von Eintracht. Stadion-Sound 80% ja. Ich glaube, das ist eine deutliche Geschichte. Das machen wir so und ich glaube, das wird den ultimativen Kick auch geben insgesamt. Nur beim Tor haben wir dann halt nicht so diesen Tor-Sound. Das machen wir dann halt. Ich raste aus und du machst nur so. Nein, aber Hans wirklich awesome Dude. Richtig cooler Spieler gewesen, richtig cool. Auch weiter, ne? Man sieht auch bei den Protatos war ja auch, ist ja auch funny, dass der bei denen den Trainer gemacht hat und jetzt haben die ja auch eine Mannschaft. Ich glaube schon, oder? Ist ja geil. Oder sind es die Brotatos und ich verwechsel die mit irgendwas? Keine Ahnung, ich glaube, Chat darf ich eh nicht fragen, die verarschen mich eh nur, wo die können. Auf den Chat können wir nicht ganz so, also das ist natürlich immer so ein dünner Grat, ne? Du musst den Chat natürlich respekten, aber du musst auch die Grenzen kennen. Man muss die Grenzen kennen. So, ich guck gerade noch. Ich weiß gar nicht, könnte sich theoretisch Hans als Wildcard auch selber einwechseln? Theoretisch schon. Ja? Theoretisch schon. Ich glaube, das wird auch ein Lukas Podolski wird das bestimmt früher oder später auch in der Liga machen. Die kennen ja auch alle. So, was wir da für Legenden wahrscheinlich noch sehen werden bald. Kann sein. So, jetzt haben wir tatsächlich den Herrn Knabe. Jetzt wird's wild. Und wir hören einfach mal zu. Sind wir schon live, ja. Wir sind schon live, das ist richtig. Nehmen wir gleich ein Derby oder ist das eine Fanfreundschaft? Ja, also ich bin jetzt mal ganz offen gesprochen. Also ich bin ja ein alter Fußballhase und ich freue mich sehr, dass die Eintracht jetzt auch den Einstieg in den Fußball geschafft hat. Und ich will ja auch als Präsi am Zahn der Zeit bleiben bei den jungen Leuten und dann gucke ich halt immer Calcio. So klar. Calcio Berlin. Mach einen guten Podcast. Klar sind Berliner, aber ihr seid ja auch nicht gebürtig Berliner. Nein. So. Oh. Name, Rebranding würde ich euch vorschlagen. Oder Julius? So. Ist es euer Maskottchen, Julius? Und vielleicht, ja richtig, es ist Julius, der Julius-Turm. Von der Zitadelle Spandau, genau. Ich sage mal Currywurst hat er vorne. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, in meinen Augen wäre es ein Derby innerhalb einer Fanfreundschaft. Oder? Gibt's ja auch. Niklas, was sagst du? Das trage ich so mit. Also ich habe ja auch Respekt vor dem Alter, vor der Erfahrung, für das Präsidenten. Von daher, mir ist es auch wichtig, dass wir ein gutes Verhältnis pflegen zueinander. Und ich glaube, Derby innerhalb einer Fanfreundschaft fängt das sehr gut ein. Christoph, was sagst du, euer Erling Haaland von dem Sturm? Auf den müssen wir ein Auge werfen. Wie viele Tore schießt er? Ja, auf den könnt ihr versuchen, ein Auge zu werfen. Der ist heute nämlich leider nicht mit dabei. Was Spaß! Auf den müssen wir verzichten. Also wir haben schon ein kleines Handicap, aber wir fangen das über den Teamverbund auf. Präsident Knabe, wie viel geht das Spiel aus? Ist ja schon gewonnen. Wie bitte? Wie viel geht das Spiel aus? Viel, ja. Okay, viel. Okay, perfekt. Ach so. Ja. 3-2 für die Eintracht. Sehr gut. Da würde ich sagen, gebe ich wieder zurück. Ich bin sehr heiß aufs Spiel. Ja, an die Laura. Entschuldigen Sie mal, ein bisschen Privatabstand. Hallo. Okay, Herr Knabe. Warum hat er jetzt gelacht?
Warum hat wer jetzt gedacht, so, ja, verstehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, der hat den Präsidenten nicht. Der hat ihn nicht ernst genommen, ne? Nee, also. Das hat er auch aber beim ersten Mal, beim Kennenlernen schon gemacht, hat ihn mit falschen Namen angesprochen, er wusste nicht mehr, wer er ist, also, hat einfach so Gefühl, Hand ausgestreckt und so, gar kein so wenig Respekt, würde ich mal behaupten. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, er versteht auch nicht, wie viel Gravitas Herr Knabe hat. Das ist ja, also, das ist ja nicht irgendwer. Ist aber auch geil. Ich finde die Einstellung von ihm super, wie er tatsächlich auf die Jugend hört und er geht mit der Zeit. Er geht mit der Zeit. Er ist jung geblieben, tatsächlich. Er hat gemerkt, League of Legends, da ist er zu alt für. Muss man auch sich mal eingestehen, ne? Ja. Hat sich zurückgezogen und jetzt macht er das, wo sein Herz schlägt, ne? Fußball. Ja. Das fand ich auch. Der Präsident ist Berliner. Nee. Der Präsident ist Berliner. Ja. Ja. Ich würde sagen. Natürlich. Okay. Ach ja, natürlich ist er. Also klar, woher soll der Präsident. Nein, warte mal. Nein, der ist spannender. Warte mal. Du hast mich ja auflaufen lassen. Verrat ist das gewesen. Ja. Leute, habt ihr gehört? Wir müssen den Co-Kommentator austauschen, Leute. Ich bin gefeuert. Ich bin gefeuert. Ja, aber scheiß doch mal auf den VLC-Player. Ich hab gerade gesagt, der Präsident ist Berliner. Ey. Ist tough. Ja. Habe ich dich ein bisschen in eine Falle reinlaufen lassen, aber... Ja, ich weiß schon, welche Richtung das hier geht. Du, der Chat hat mich direkt geprägt. Ja. Musste ich direkt umsetzen. So da raus. Ich mach das wieder gut, Leute. Ich sage euch, also ich warte ja auch auf meine Wildcard-Einwechslung. Ich trainiere schon fleißig. Kreisliga B, wir sind dabei. Gerade. Kreisliga B hier? Ja. Ja? Aber um Abstieg. Wie läuft's? Saison. Ich spiele um Abstieg, ja? Ja, nicht so gut. Ja, B ist halt auch schon besser als C, deswegen. Ist deutlich, ist ja auch im Alphabet davor, tatsächlich. Ja. Das checkt man alleine davon, wie schwer das ist. Taf, jetzt fühlst du dich schlecht wahrscheinlich die ganze Zeit, so ein kleines. Ich sag das so ein Gewissen. Mehr. Ich sag Gewissen das einfach. Mehr. Ich könnte mir das Mikrofon auch in die Nase stecken, vielleicht. Also ich bin hier gerade noch ein bisschen mit der Technik am Hadern, aber... Grüße auch an Conan an dieser Stelle, mit ihm gemeinsam. Das ist Conan. Ah. Das ist der, mit dem ich gemeinsam die Bundesliga-Spiele kommentiert habe. Stark. Ja. Guck mal, Knossi haben Knossi wir auch... Knossi crashed, ey! Der hat auch ein Team. FC Hollywood, ja. Haben die, die spielen heute als letztes, die haben das letzte Spiel des Tages. Ist das das Primetime-Game? Ist das letzte Game das Primetime oder das erste Game das Primetime? Also nach Eintracht Spandau ist, weiß ich gar nicht, welches das Primetime-Game ist. Ist 23.30 Uhr noch Primetime, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht, nein. Aber beim Football, ja, obwohl, in Deutschland dann schon, wenn es aus den USA kommt, meistens so. 2 Uhr-Game ist das Primetime-Game. Ja, stimmt. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auf dem Clean Feed bleiben. Es könnte jeden Moment losgehen hier. Geht los? Ja, hier geht noch gar nichts los. Wie? Der Chat sagt, seit 20 Minuten es geht los. Bist du jetzt auch der Chat? Jetzt ist er weg. Er sagt, Spiel geht los. Die verarschen uns auch. Also es ist nicht nur der Chat, der mit uns spielt. Aber guck mal, da stellen sich die Spieler gerade schon auf. Eintracht Spandau gegen Calcio Berlin. Da frage ich mich, wieso die überhaupt Knossi interviewen, wenn einfach... vom Präsidenten des Teams gleich spielt. So. Naja, jetzt muss ja jeder auch mal seine Meinung zu Eintracht Spandau. Ja, aber geben. Doch nicht in unserer... So, jeder muss doch seinen Space haben da im Endeffekt. Können den Ton eigentlich noch ein bisschen kicken gerade, glaube ich, von dem Sound, oder... Leiser oder lauter, was meinst du? Also der ist ja wirklich... Ihr hört gar nichts von denen gerade, oder? Ja, das, ich glaube, das stört ihr auch, weil es so halb ist nur so, wenn überhaupt. Ja? Ja, ich glaube, lauter. Achso, die Hymne könnte gleich kommen, ne? Lass uns doch mal reinhauen, das wird bestimmt gleich legendär. Hören mal rein, ja. Die können ein bisschen Fahrrad fahren, auch nicht schlecht. Ja. Das ist jetzt nach dem Spiel auch, die Las Ligas Ladies. Ja. Da haben wir so, und da haben wir unsere Gegner. Aber wo ist unser Team? Ich sehe nur, wo ist Eintracht Spandau? Schragel im Tor. Ilias Nasri, Giuliano Zimmerling, Boachi, alle Stars am Start. Aber wo sind unsere Jungs? Die Friedrichshainer, ja, kann man mehr oder weniger zu denen sagen. Das ist Friedrichshain gegen Spandau heute. Marcel Demircan. Aha, der Schiedsrichter. Ah, so haben die diese Cam. Die Cam, ja. Das ist nicht mal, also das ist keine GoPro, lauter, sondern lauter. Das ist ein GoMo. Mario mit Vornamen von Astoria Waldorf. Auch Legendenteam.
Und ich glaube, man hört wo ist Spandau? Irgendwas. Man hört was? Was hört man? Hand of Blood schon vorbereitet. Irgendwas wird hier gleich passieren. Wir wissen alle nicht so richtig was. Was ist? Meine Ohren schreppern gleich weg, Giuliano aber so Zimmerling ist gerade kurz gesehen jetzt durch. Von Calcio Berlin. Spielt bei Schwarz-Weiß Essen in der 5. Liga. So. Und der Goat, Präsident. Und wo Spandau ist er? Lässt sich noch bitten. Der hat aber was vorbereitet. Vielleicht geht gleich das Licht aus und dann kommt Undertaker-Musik. Oh, das wäre wild. Das wäre wild. Aber ich glaube, der Präsi, der hat bestimmt noch was Krasseres vorbereitet. Da ist schon mal... Da ist Julius. Julius. Vielleicht spielt er auch. Ja, Präsident habe ich auch gesehen. Aha. Also ich habe hier schon ein bisschen was, passiert was da? In meinem Rücken gerade gesehen und habe Angst, was jetzt passiert. Was plant Eintracht Spandau? Nee. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Guckt euch den Mann links an, der da winkt mit dem Schal. Mit einer Karnevalskapelle kommt er hier in die Arena in Köln-Ostdorf. Ist nicht sein Ernst. Ganz, ganz tief hinein. Er klingt in Köln-Ossendorf. Henno hat sich was einfallen lassen. Alter Kreisverwalter. Alter. Boah, stark. Alright. Wow. Was ein Auftritt. Absolut Gänsehaut, meine Damen und Herren. Was macht der Präsi? Was macht? Ich brech hier zusammen. Das ist runterhauen komplett, oder? Ja, man weiß ja nicht, ob mal was kommt. Ah ja, sorry. Nur mal gucken. Vielleicht kommt ja die Hymne gleich noch. Er tanzt auf jeden Fall, aber ich glaube, jetzt geht's gleich los, meine Freunde. Da haben wir auch gerade schon Richie, unseren Starspieler. Da müssen wir auch ein genaues Auge drauf werfen. Aber das war natürlich stark. Wahnsinn! Ich hätte mir ein bisschen gehofft, dass er gewünscht, dass sie die Hymne posaunen. Ich dachte auch, die posaunen die Hymne. Ja, trotzdem respektabel, aber... Die Symphonie von der Hymne ist halt auch übertrieben schwer. Die können nur Auserwählte. Das stimmt. Leute. Ich würde sagen, es ist Zeit, jetzt unsere Stadionstimmung hier reinzubringen. Meine Freunde. Und dann ziehen wir da ein bisschen die Lautstärke runter. So. So, und ihr hört, die Fans, die sind langsam in Stimmung. Geben schon ordentlich Power. Die Eintracht-Ultras, die da vor Ort sind von uns. So, sind die Aufstellungen von Calcio Berlin? Das sind alle, auch die zwei Wildcats dabei. Aber wir haben ja gerade schon gehört, die haben ihren Starspieler nicht. Stadion Admo Lauter kriegen wir hin. Ja, der Starspieler, Haaland. Der Landesliga Haaland, besser gesagt. Der ist leider nicht am Start. Der hat die letzten Jahre die Landesliga komplett zerschossen, meine Freunde. Und der wird den heute tatsächlich fehlen. Der ist im schönen Belek unterwegs in der Türkei. Muss auch mal sein. Aber da sieht man auch, ein Eintracht-Spieler, der hätte gar nicht erst solche Prioritäten. Natürlich der hätte immer die Eins auf der Eins. Halt, ne? Klar, da muss man auch mal Abstriche machen. Wenn man gedraftet wird für Eintracht, dann hat das oberste Priorität im Leben. Das ist ganz klar. Und da siehst du auch, wie ernst er es dann am Ende auch meint für Calcio. Nicht zu ernst. Oh, da hat man den Anstoß, meine Freunde. Es geht schon los. So, oder ist das hier nur Warmspiel? Nee, es geht richtig los in jetzt. In Köln. Team Calcio startet, indem sie den Ball da hinten spielen. Ich habe auch schon einige Teams gesehen, die mit Torwart als fliegenden Torwart gespielt haben. Kann man auch machen. Ja, ihr seht auch, dass der Ball nicht klassisch eingeworfen wird, sondern eingespielt wird. Ja, genau. Wir haben keinen Einwurf, wir haben einen Rollen. Ecken bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Ich gucke mal hier nochmal auf meine Dokumente, ob es Ecken gibt. Es gibt auf jeden Fall fliegenden Wechsel. Also man kann jederzeit einfach wechseln per Handschlag. Also wie beim Handball. Ja, genau.
Sprich, du könntest angreifen, du rennst zurück und beim Zurückrennen, zack. Ja. So wie bei Wrestling, wenn du einfach den wechselst. Genau, genau. Tag Team. Man sieht auch, dass Kalsche sehr viel bisher für Ballbesitz geht, weil sie auch gar nicht wissen, wie sie durch unser Ein-Mann-Abwehr-Bollwerk durchkommen sollen. Ja, aber da siehst du halt auch, wir haben Taktik, wir haben Hans Apay am Start. Der weiß ganz genau, wie er das macht und wie funny auch gerade tatsächlich die Fans 1:1 passen, dass es lauter wird und leiser wird. Das ist Wahnsinn, wie die Eintracht-Fans da Stimmung machen. Geht erstmal ruhig los. 2 Minuten gespielt, bisher noch nichts anbrennen lassen. Hier, oh shit, abgeschirmt da nochmal. Wow, ey. Ja, ist ein, wie hat der Präsident es genannt? Ein Derby unter Freunden? Fanfreundschaft, ein Derby und ja doch. So mehr oder weniger. Ja, ja. Aber Derby ist ja auch nur realistisch, wenn es auf Augenhöhe passiert. Das stimmt, also, ja. Das ist ja hier mehr ein Showmatch fast schon. Sollte das werden. Schauen wir, wo die Reise hingeht. Aber da machen wir auch gut Druck. Ja, das war der Weber. Guck mal hier nochmal kurz rein. Schön, ja. Schön den Pressball geforst. Ja, geht danach. Pressing schreibt Hans Apay ganz groß. Hat er erfunden, ja, tatsächlich. Ja, miterfunden, ja. So wie Tesla Strom gemacht. Ach, den. Der Tesla. Ja. Der richtige. Oh, Konstantin mit dem Ballverlust um Aufbauspiel. Der hat auch, man sieht, ein paar Jahre Pause gehabt. Richie, probier's mal. Und der ist unsicher, der Torwart. Hast du gesehen? Hatte schon einmal einen Wackler. Der ist unsicher. Im Aufbauspiel. Hat das Pressing nicht kommen sehen. So, und jetzt macht der Außenverteidiger. Oh, super abgeschirmt. Ballgewinn da in der Mitte. Und Ball dann auf den Torwart. Aber es wird langsam, es wird langsam. Und ich finde es auch super, wie schnell wir spielen. Also es geht ganz fix. Zurück mal zum Torwart, Bleron Berisha. Wir haben schon gehört, eine absolute Kreisliga-Legende. Aber er ist ein mitspielender Torwart, wie man sieht. Ja, der hat auch mal höher gespielt tatsächlich. Der hat mal höher gespielt. Richie, auch was für eine Ballkontrolle hier. Ja, das ist eine laufende L2-Taste. So schirmt er den Ball ab. Weber. Schön. Ah, man sieht auch, wie eng das ist, ne? Hier auf der Halle. Da ganz, ganz, ganz schnell gehen. Jetzt sind wir im Konter hier. Opa! Ich dachte, der wäre drin, aber es war Außennetz. Außennetz. Ja, fast Einwurf. Geil, wie der Chat auf jeden Fall dauerhaft die Hymne noch am... Das geht auch 30 Minuten so weiter. Spammen ist. Wenn ihr genau drauf achtet, dann könnt ihr vielleicht auch den Würfel erkennen, wenn wir Ballbesitz haben. In der Aufstellung, in der wir spielen. Ja, die Würfelaufstellung. Ich finde ein bisschen der Farbunterschied der Trikots ein bisschen eng, muss ich sagen. Aber für die Spieler wird das kein Problem sein. Und das ist super abgeschirmt. Und jetzt entsteht eine Kontermöglichkeit. Der Lupfer. Boah, da würde ich gerne nochmal die Torlinientechnik sehen. Aber vielleicht hat auch der Schiri... Hat nicht vibriert, ja. Etwas auf dem Arm. Ja, gar kein Problem. Aber die schwimmen jetzt schon. Die schwimmen schon etwas, ne? Ja, die sehen auf jeden Fall nicht so strukturiert aus wie unser Team. Das ist ein super Pass auf Konstantin. Der bringt den rüber. Und da rettet Mike Kühnel den Ball auf der Linie, bringt den zum Eckball raus. Haben wir jetzt Ecke? Wir haben jetzt eine Ecke oder zumindest... Hätten wir im normalen Fußball eine Ecke, nur Gott weiß, was jetzt als nächstes passiert. Vielleicht ist das so wie beim Abschlussspiel, 3 Ecken, 1 Elfer. Nee, ich glaube, die haben gerade eine Ecke gespielt. Auch wie ein Einwurf, der so, wie so ein Einwurf eingespielt. Ah, okay. Mal kurz den Schuss angefaked. Oh, und der Ball ist, der Rasen und ist rutschig, wie man sieht. Konstantin schnappt sich den Ball. Und jetzt Aziz! Damals! Sangar Aziz mit dem 1:0. Fußballgott. Goal, 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 Goal. Und ihr seht den Präsidenten. Der kleine Fistpump. Er ist da. Super ausgespielt. Konstantin, eigentlich ein Außenverteidiger. Aber da, genau in solchen Spielen, bei der Baller League, da erkennst du dann, dass er einfach Technik hat und den Ball auch den Spielmacher auch machen kann von hinten heraus. Wahnsinn! Und der Abschluss von Sangar Aziz auch
eiskalt. Flach in die Ecke rein, kleiner Ankle-Breaker, aber dann rutscht er selber weg. Also schön, 5 Minuten gespielt. Wir haben das erste Tor der Geschichte von Eintracht Spandau in der Border League erlebt gerade. Und natürlich war es unser Tor auch am Ende in dem Spiel. Das erste von vielen. Von vielen, natürlich. Definitiv. Aber man sieht auch, Hans ist auch nicht beeindruckt. Er hat ja nichts anderes erwartet. Ja. Der weiß, der ist sogar eher noch unzufrieden. Wieso nicht schon 2-0? Ja, war auch kein Tunnler tatsächlich. War auch kein Beini dabei. Solange es kein Beini gibt, wird, denke ich, Hans auch nicht lächeln. Nennt man den Beini bei euch? Nee, die sagen Beini. Er hat selber Beini gesagt. Wir sagen Tunnler. Tunnler. Was Mulle gibt's auch. Wie? Mulle. Was? Mulle. Bitte? What the fuck is that? Ja. I don't know about that. Oh, gute Aziz. Bewegung. Aziz. Sangar Aziz, und jetzt sieht er ihn wieder, besiegt! Goal, 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 Turgay Akbulut mit Torjubel, keine Ahnung, wen er da, ob er Angela Merkel da grüßt oder so, ich weiß es nicht, im Ruhestand. Der war für dich. Ne, für Angie. Goal, 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 Turgay Akbulut und Sangar Aziz macht das schon wieder super. Ein Tor und eine Vorlage, nicht mal 8 Minuten into. Wahnsinn! Wow. Ihr wisst, bei dem Türken muss ich immer ein bisschen extra ausrasten. Der ist völlig gerechtfertigt. Ja, also ist einfach nur... Alright. Alright. Ja, und Calcio schwimmt komplett jetzt. Und deshalb haben wir Andreas Volk auch bei uns, weil er ein Verteidiger ist, der für mehrere Spieler verteidigen kann. Dann kannst du nämlich Konstantin Rausch auch im Aufbauspiel benutzen. Ja, der ist gefühlt mehr offensiv als defensiv. Rausch, ja, Linksverteidiger, läuft sich frei. Da hat man die Bundesliga-Erfahrung auch gesehen. Hat den Raum sofort gespürt. Das ist auch so ein Linksverteidiger-Syndrom. Du spielst einen Pass, du musst hinterlaufen. Du musst. Ja. Ja. Und wir haben Zeit. Einfach Zeit. Aziz, nimm auch mal den Ball und schieb ihn ein bisschen nach hinten. Spiel mal den Ball zu Blair und Berisha. Ja, wir haben auch nur noch 22 Minuten. Jetzt können wir auch schon von der Uhr runternehmen. Jede Sekunde zählt. Super. Super. Das sind das die 3. Goal, Goal, Goal. 3-0. Was ist hier denn los? Knackig, schnell. Ja. Wir sehen direkt, warum die Eintracht. Zack, zack, two touch. Sofort zu den Favoriten in diesem Turnier zählt. Gib uns den Pokal direkt. Wir brauchen doch gar nicht mehr weiterspielen. Das ist Fußball, Leute. Das ist Fußball. Boah, und Calcio schwimmt. Also, ich weiß nicht, gibt's Timeouts? Kann man, gibt's Timeouts? Also, die brauchen auf jeden Fall eins. Keine Gnade. Calcio Berlin braucht ein Timeout. Da kann auch der Landesliga-Haaland dir nicht helfen. Ja, das sind ja ganz andere Baustellen. Hoppa, kein Foul. Nein, Beispiel. Das ist die Ballers League. Wie erklaut dem Schiedsrichter den Ball? Grenzwertig. Würde ich schon eine gelbe geben. Es gibt tatsächlich auch keine gelben Karten. Wir es gehen gibt direkt keine. In Zeitstrafen. Aha. Weg mit dir, direkt runter. Direkt runter? Direkt runter. Wow. 2 Minuten weg. Krass. 2 Minuten. In die stille Ecke, ja. Aber die haben auch nicht das Schusstraining von Hans Zapper hinter sich. Ich habe auch das Gefühl, die haben nicht die richtigen Schuhe auch. Ja. Also der Rasenscout scheint da ein bisschen geschludert zu haben. Die spielen hier, glaube ich, mit Halle. Ja. Das sind keine Multinoppen, die wir hier installiert haben. Bei denen. Bei uns schon. Der Knabe war ja letzte Woche schon da, hat den Rasen analysiert. Man muss ja auch persönlich da sein, um das auch ein Feeling zu bekommen. Das macht aber auch den Unterschied, warum unser Präsident halt auch ein bisschen anders ist. Weißt du? Der geht noch die Extrameile. Weil er auch die Extrameile geht, weil er auch sich dahin traut, wo der normale Fußballfan, wo der normale Fußballer ist. Ja. Er ist nicht von oben herab, er ist mit uns. So ist das bei Eintracht Spandau. Boah, machen die Stimmung? Ja, aber meine Freunde, so wird das dann in den Playoffs sein. Für euch nochmal zur Info, wir haben 11 Spieltage, wir können 11-mal wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir mit 3-0 in Führung gehen werden. Playoffs Top 4 werden dann in einem Bundesliga-Stadion sein, das heißt, da kann jeder von euch dann live dabei sein. Die Top 4 ist in dem Stadion. Die Top 4 wird im Stadion ausgespielt, in knapp 2,5 Monaten. Da könnt ihr dann alle live dabei sein und genau diese Stimmung auch wirklich ins Internet pumpen. Wahnsinn.
Wahnsinn. Und hier haben wir auch ein bisschen die Livecam, die den Coach von Calcio zeigt. Was will er machen? Er ist überfordert. Also, den Ex-Coach. Da kann dir auch kein Tuchel mehr helfen. Nee. Da kann dir auch kein Nagelsmann helfen. Bei der Kombination Knabe und Sapai, gab es da schon jemals eine Niederlage? Nein. Wird es auch nicht geben. Wir werden ohne Niederlage rausgehen aus der Border League. Ja, ist auch schon schade, wenn man Konstantin so sieht, ne, dass das eine Wildcard ist. Wie sieht das aus mit den Wildcards? Wie viele darf man davon benutzen? Und da ist jetzt der Anschluss. Können wir das auf Abseits checken einmal? 3:1, die Ecke. Gut ausgenutzt, kann man nicht sagen, aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Das ist richtig. Macht er gut. Und dann noch der Tunnler hinterher. Ja, muss eigentlich ein Doppelpack sein, muss man auch als Das kennt er doch eigentlich Fan aus der Kreisliga. Aber ja, die Tunnler. Ja, aber das passiert dann auch tatsächlich jemand aus der Kreisliga. Passiert den Besten. Ja. So, aber jetzt aufpassen, die Kontrolle nicht hergeben. Die Fans, ihr hört sie, die Eintracht-Fans, die geben 100, no matter what. Ja. Wie Edin Terzic sagt, die Kurve springt. Freunde, wir haben eine Unterbrechung. Wir haben den ersten Game-Changer. Für die letzten 3 Minuten der ersten Halbzeit wird es jetzt eine Sonderregel geben. Wir werden es gleich am Rad sehen. Es kann natürlich in unsere Karten spielen. Wir könnten theoretisch ein Volley-Only sehen, dass man nur noch Volley-Tore schießen kann. Vielleicht gibt es ein 3 gegen 3. Ich glaube, das wäre sogar für uns gar nicht so gut, weil ja dann Qualität verloren geht. Mit jedem Spieler, den wir verlieren. Ja. Ah, ich glaube, für uns kann gar nichts ein Nachteil sein eigentlich. Hast du auch wieder recht. Schwierig, definitiv. So, jetzt kommt der Game Changer. Sehr nah angelehnt an den Game Breaker. Aber das ist alles nur Zufall. Die längste Animation Deutschlands auch. Ja. Wie lange? Ah, okay. Volley, 3-Play or 1-Touch. What is it? Wie geht's zu Volley? Volley. Das heißt, die Bälle dürfen nur aus der Luft genommen werden. Was gilt als Volley genau? Also soweit ich weiß, wenn der jetzt Dropkick kommt und in der Luft ist, zählt das? Oder muss der Pass erstmal hochkommen und dann Volley genommen werden? Also wir hatten Volley im ersten Spiel, da hat sich der Spieler teilweise den Ball auch selber hochgelegt und dann Volley versucht. Das darf er. Also anscheinend geht das. Okay. Der Ball darf, soweit ich weiß, nur nicht am Boden liegen sozusagen, wenn er abschließt. Okay, also der Ball muss einfach nur in der Luft sein. Ja. Das war's. Okay, man darf ihn auch selber hochnehmen. Dankeschön an den Chat, dankeschön, dass ihr auch mal ernste Fragen beantwortet. Liebe. Also, 3 Minuten lang geht dieser Game-Changer bis zur Halbzeit. Richtig. Hatten wir eigentlich schon Wechsel? Nee, oder? Der Präsident singt die Fangesänge mit. Eintracht Spandau! Eintracht Spandau! So, es geht weiter. 3 Minuten noch auf der Uhr, meine Freunde. So, der Game-Changer-Volley läuft. Da haben wir Sukuta Pasu. Aziz. Und bis jetzt habe ich auch noch fast kein... Haben wir schon mal gewechselt? Brauchen wir nicht. Na gut. Calcio hat auf jeden Fall schon mal gewechselt. So. Und die 3 Minuten will man im besten Fall einfach in eigenem Ballbesitz beenden. Einfach runterspielen. Schön die Halbzeit mitnehmen. Wichtig, dass man hier keinen psychologisch wichtigen Treffer kassiert. Wenn dann ein austeilt und da ist... Ja, das war ein Freistoß, okay. Da braucht der Schiri auch nicht pfeifen, das ist besser. Das weiß, achso, das weiß er, ja, das stimmt. Ja. Der Rasen, teilweise jetzt auch schon viel bespielt worden, hat dann auch so seine Stellen, wo es ein bisschen rutschiger ist, ne? Ja, man sieht, manche Spieler haben so ein bisschen die Probleme. Ich weiß auch gar nicht, das sieht aus, was haben die? Das sind schon Kunstrasenschuhe, ne? Ja, ich wollte so tun, als ob das halt so... Ja, aber ich glaube... Deswegen meinte ich das, weil man da... Ja, aber man hat es bei den ersten Spielen gesehen, die sind schon teilweise ein bisschen ausgerutscht. Ja, natürlich, die rutschen auf jeden Fall, also man rutscht ja auf dem Boden. Das ist einfach so ein Classic, boah, schade. Mal ein kleiner Diago. Hohe Bälle halt immer so ein Ding, ne? Kann immer schief gehen. Ah, super, super. Ja, wofür? Wofür brauchst du Verteidiger, wenn deine Mittelfeldspieler auch so verteidigen wie Verteidiger? Wenn du Allrounder hast. Ist richtig. Bei uns gibt es halt keinen, du bist nur da. Jeder kann einfach alles. Super abgedrängt. Aziz.
Und dann gibt es den Abstoß. Ich muss auch sagen, Aziz gefällt mir. Also Aziz, der macht hier du, ein klasse Spiel bisher. Der Präsident hat ihm die Nummer 10 gegeben. Nicht ohne Grund. Warum sollte er das machen? Das ist unser Lionel Messi. Das stimmt. Das ist Sangar Aziz ist Eintrachts Messi. Hey! Da wurde ganz schön gezogen. Hat er gepfiffen? Hat er gepfiffen? Ah, weiß das selber noch nicht ganz. Doch, doch, hat er gepfiffen. Hat er gepfiffen? Ja. Aber ich meine, guck dir mal diesen Schrank an. Wenn der fällt, dann hat das auch einen Grund. Die Schiedsrichter also sehen auch so funny aus, Alter. Wirklich, was für ein Footlocker-Dresser haben die denen gegeben? Ja, definitiv. Da wird gezogen. Ja, ja. Und der fällt ja auch nicht leicht. Der fällt ja auch nicht leicht. Bei FIFA hätte der mindestens 100... Muss er wieder gucken. Bisschen. Ja, aber sagt er auch. Ja, ja. Zeigt er auch. Zeigt er auch an. Gucken. Ja. Der so. Conny. 10 Sekunden noch zu spielen. Jetzt einfach ruhig. Kein Gegentor mehr. Dann gehen wir 3-1 in die Halbzeit. Dann ist das eine gute Bilanz. Ja, ruhig auch mal blocken. Einfach strategisch blocken. Darf man sich vorstellen? Anscheinend schon. Ist ja halt kein normaler Fußball. Steht hier nicht. Und das hat Sangar Aziz nämlich verstanden. Ist einfach dazwischen gegangen. Darf er? Wir haben Halbzeit. Hier oben. Der Pfiff kam. Ja. Und Calcio beschwert sich. Ja, man sieht, die Spieler beschweren sich da bei den Schiris und so weiter, aber ja. Das ist halt, wenn du, das ist halt auch, wie du negativ dann bei den Schiris auffällst. Das halt ist so. Das Äquivalent in League of Legends, wenn du deine Lane verlierst, dann flamest du den Jungler, weil du ja keine Verantwortung übernehmen möchtest. Krass, der Vergleich war deep. Der Vergleich war deep. Weiß ich nicht, ob ich jemals in meinem Leben einen besseren Vergleich gehört habe. So. Okay, Halbzeitpause, kleine Analyse. 3-1 für unsere Eintracht. Präsident Knabe und Hans Sapai haben das bislang ziemlich gut unter Kontrolle. Das freundschaftliche Derby. Für uns ist jedes Spiel ein Derby. Ja. Und wir haben immer die Priorität, das Ziel, jeden Trainer auseinanderzunehmen. Da war Hans Sapai, der gibt jetzt nochmal eine Teamsprache, gibt nochmal eine Teamansprache, eine Taktikanalyse. Was macht der Gegner? Guck mal, guckt euch auch den Präsidenten an, Freunde. Der verteilt Wasser. Ja. Das hat er doch nicht nötig. Er macht's trotzdem. Das hat er doch nicht nötig. Das ist Wahnsinn. Er ist so menschlich geblieben. Das ist krass. Respekt. Das kann man nicht von vielen behaupten. Das ist krass. Das ist Gänsehaut. Die so viel im Leben erreicht haben wie Präsident Knabe. Gänsehaut. Das ist stark. Was will er Ihnen auch erzählen? Also wenn ich der Trainer von den anderen wäre, ich würde sagen, Jungs, keine Ahnung. Keine Ahnung, was er machen soll. Ich höre mal ja sogar was. Jungs, ihr müsst dann da hingehen. Vorne, weiter lauern. Manchmal nicht. Wir sagen jetzt kontrolliert, aber ihr vorne, ihr müsst lauern. In den richtigen Moment Hunger haben und da drauf gehen. Wow. Da müsst ihr zurücklaufen. Auch wenn ihr kaputt seid. Und wenn ihr kaputt seid, wechselt schnell. Die anderen sind bereit. Kommt, Jungs, kommt! Kommt jetzt! Kommt jetzt! Kommt jetzt, Mann! Kleinfeld, Fußball auf. Boah, Gänsehaut, diese Ansprache schon wieder. Weltklasse. Mann, Hans findet immer die richtigen Worte. In jeder Situation. Ist verrückt. So, wir haben nochmal Tone und den Präsidenten. Hören wir auch da nochmal rein. Läuft ja wie am Schnürchen, wa? Ja, läuft super, gell? Ja, was sagen Sie zum Ergebnis? Prima, oder? Ja, könnte noch höher sein, finde ich. So wie das Spiel verläuft, die haben ja keine Chancen. Gar keine Aktion. Also ist ja nichts. Hier aus der Ecke oder so haben die ihr Tor gemacht. Ist ja wirklich armselig. Was sagst du den Fans? Ihr habt sogar Fans hier. Ja, man hört dich. Nächste Woche auf, wenn ihr richtig Tickets habt. Fans sind Weltklasse. Damit wir was organisieren, ne? Damit hier auch ein schöner Ultra-Block entsteht. Ja. Die sind ja alle am Start, aber hier mit Tickets verloren. Mir mal einen Block aufbauen. Weiß ich hier, Nordkurve oder so? Okay, ja, okay. Ich bin gerade Feuer und Flamme. Okay, ihr seht, Präsident Knabe ist Feuer und Flamme. Wir gehen rüber zu Robby. Keine Ahnung, was die Nordkurve sein soll. Aber von welchen... Ja. Wer hat die noch? Es gibt viele Nordkurven. Ich glaube, bei BVB ist die Süd. Ich glaube, bei Bayern ist auch die Süd. Ja, aber man muss ja auch mal. Man muss ja auch mal woanders. Was fragen, aber das einfach. Ist ja auch das Ding beim Präsidenten. Der denkt halt auch in so Schubladen rein, da sind wir noch gar nicht bereit. Die sind ja noch nicht mal gebaut worden, ja, die Schubladen. Genau. Das ist crazy. So, wir gehen auch nochmal auf die Live 5G Cam. Und wieder weg. Und wieder weg. Reicht aber wieder. So. Synonym. Für Gimbal.
Auch stark, dass selbst die Krombacher Spezies inzwischen in die Border League geschafft hat. Prost an der Stelle. Ich bräuchte gleich nochmal eine. Ja, hier, guck mal. Nimm einfach. So, zweite Halbzeit wurde angepfiffen. Und jetzt die Eintracht von links nach rechts. Weiterhin dieselbe Aufstellung. Hans hat einen ganz klaren Plan. Und das ist die Meisterschaft. Und hier werden dann auch die ersten Lego-Steine gesetzt für den Verlauf der Saison. Es bildet sich relativ schnell die... Ich glaube, das war der Pfiff im Stadion. Die Stamm 6. Ja, super! Super Zweikampf da! Und dann kannst du... Opa! Da gibt's noch ein paar dahinter! Oh! Ist das stark und schnell! Viel zu schnell für jeden. Ja. Aber leider kommt Sukuta Paso etwas zu spät. Der war noch gerührt von Hans Sapais Ansprache. Da muss man ja auch erstmal wieder... Gerührt, er meinte zu ihm so, komm zurück, auch wenn du kaputt bist. Ja. Gänsehaut, Hautgänse. Guck mal, wir haben noch Dankeschön. Eine Idee. Dankeschön, Freunde. Dankeschön. Die gehen auf unsere Bedürfnisse ein. Ja. So, wenn du jetzt Kaiche Berlin wärst. Aufgeben. Gut. Falls das, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Ja, ich habe keine Antwort drauf. Ich es meine, gibt auch keine. So viel Ballbesitz. Alleine die Aura auf dem Platz von unseren Spandauer Jungs, ja, von der Eintracht. Die ist different. Das merkst du. Ja, da ist auch auf der Bank jeder einzelne Spieler denkt mit für den anderen. Oh! Hoppa. Siehst du das? Ja. Das ist das, was ich meine, diese Aura. Ja, und unser Torwart, da fängt schon an. Bleron Berisha. Wenn du den anguckst, denkst du, neuer. Du willst gar nicht schießen. Woher bist du auf einmal Baller League gekommen, Manuel? Und vielleicht ist er ja auch nicht Bleron Berisha. Vielleicht ist er Manuel Neuer. Vielleicht ist er Manuel Neuer. So, jetzt gibt es mal eine Kontermöglichkeit aus dem eigenen Standard. Hier links aufpassen. Schiebt er gut vorbei und oh! Dann ist Bleron Berisha auf der Linie da. Kommt raus, macht den Raum klein. Besser geht's nicht. Du musst ja auch als Torwart bei diesen Toren. Ja, das ist kein Kreisliga. Das ist kein Kreisliga, nein, Freunde. Nein, der hat mal höher gegangen. Das ist kein Kreisliga. Ja. Und wie gesagt, diese Aura, die sieht man, ne? Guck ihn dir an. Also. Da kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut, auch wenn du den siehst. Gesehen hat er ihn einfach links. Was für ein Das Pass! Ist es! Goal, 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 Goal! Luki Matondo! Matondo! Hoppa! Ja. Paso bekommt mal eine Pause. Kommt auch direkt und räumst dann den Rausch runter. Fliegender Wechsel geht fit. Boah. Das Andreas, ist halt schnell genug unten. Andreas folgt mit dem ersten Abschluss. Und der soll angeblich Verteidiger sein. Ja, angeblich. Die Mitnahme. Wahnsinn. Da muss gefühlt noch ein Tor hinterherkommen bei der Mitnahme. Und dann kommt zwar Mario Schragel daran, der Torwart von Calcio, aber da ist so viel Druck dahinter. Ja, ist auch fast unmöglich. Ich denke aber auch, der Anspruch war, es kann ja nicht sein, dass Trimax-Team die meisten Tore schießt am Spieltag 1. Also da hat sich die Eintracht ganz klar das Ziel gesetzt, den Rekord sofort einzustellen. Also ich denke, 7 Tore werden wir noch sehen. Amen. Ja, aber ist auch schwer für Calcio, das hier irgendwie aufzuhalten. Ich sage, wenn Eintracht will, dann machen sie das. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Hans das so ein bisschen taktisch auch im Hinblick auf, wie denkt jetzt die Liga, wie denken die anderen Teams von der Eintracht, wenn sie dann auf den Spielplan gucken. Weil glaubt mal, das sind Influencer und so, ne? Die werden jetzt nicht da sitzen und jedes Spiel von Anfang bis Ende durchgucken. Und ja, da sind einige Leute hingefallen gerade. Deshalb sage ich dir, wenn wir hier 4-1 runtergehen, ja, dann denkt man, oh, Hartstag. Ja, die Frage ist ja auch, wenn du so weit führst schon, wie weit springst du überhaupt noch? Also lohnt es sich überhaupt noch jetzt zu pumpen und alles zu zeigen oder wie viel lässt man noch im Tank? Genau, und du merkst ja auch bei Hans, es wurde jetzt auch schon ein bisschen durchgewechselt. Bis zur 18., 19. Minute ist er erst mit seinem Wildcard-Team und ja, mit den gleichen Boys gefahren und jetzt... In der 19. nach der Halbzeit gibt es das erste Mal einen Wechsel. Nochmal zum Verständnis, Freunde. Wartet, jetzt kann es erstmal noch ein Tor geben. Aber den hält Schragel gut zum ersten und dann hat er ihn auch fest.
die ist die 3 Minuten, ja, Game Changer. Die gibt es nur vor der Halbzeit und wenn die Halbzeit zu Ende ist, dann müssen keine Volley-Tore mehr geschossen werden. Ich habe ja das da im Chat gelesen, es war doch kein Volley-Tor. Muss auch nicht. Genau, immer nur die letzten 3 Minuten. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit, in den letzten 3 Minuten, die Galaxy Minutes. Da wird es dann nochmal eine andere Regelanpassung geben. Oh, und das ist das Tor. Muss der Schiedsrichter sich aber auch nochmal angucken, sage ich ehrlich. Hat er sich den Ball stibitzt von Tim Klefisch? Ich fand, da war der Arm schon ein bisschen draußen hier, guck mal. Ja. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Kurzer Winkel auch mit der Pike und das ist Baller League. Das ist dreckig, das ist Bolzplatz. Ja, und dann auch direkt der Move so, steh mal auf. Ja. Weiß ich nicht, ob das Unsportliche sein musste. Julius ist auch ziemlich sauer, ne? Julius ist auch sauer, fordert hier den VAR, ja. Aber scheint aus dem Keller nichts zu kommen. Ja, der ist ja auch dort. Ui! Der Keller aufpassen. In Köln. Ja, eine Etage drunter wird sofort alles nochmal gecheckt. Das ist alles im Kölner Keller, Freunde. Ja. Deswegen meldet sich der Kölner Keller auch nicht. Wenn, dann kommt er. Das stimmt. Der kommt noch persönlich vorbei hier. Ja, aber 4:2, ich meine, es ist weiterhin, würde ich sagen, eigentlich eine relativ solide zweite Halbzeit für uns. Wir müssen trotzdem jetzt aufpassen. Jetzt nochmal das 4:3 Anschlusstor zu kassieren, das wäre schon nochmal so ein Hoffnungsschimmer für Kaischo. Also jetzt muss man das sofort mit Keimer schicken. Ja, deshalb, Kompaktheit ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das ist das Zauberwort. Man muss kompakt stehen, jeder muss sich bewegen. Und das sieht auch gar nicht schlecht aus von Calcio. Und nochmal abgelegt. Oh! Und dann ist Weber dazwischen. Boah. Weber sei Dank. Und da haben wir es. Vorne aktiv, aber auch der letzte Mann. Den kannst du ins Tor stellen, wenn er muss. Der braucht nicht mal Hände. Der hält das Ding auch einfach locker flockig. So nämlich. Hinterkopf. So nämlich. Mit seinem Nacken. So ein Nacken. Bei ihm alles auf Nacken. Ja, alles auf seinen Nacken. Heute. Man merkt aber, Kaischo kommt langsam ins Spiel. Ja. Da muss man jetzt nochmal nach. Gar nicht mal so glasklar, wie sich die ersten 20 Minuten angefühlt hat. Es ist halt auch immer noch nur eine 2-Tore-Führung. Aber da bin ich mir sicher, da hat unser Trainer Hans auch die richtige Lösung für. Und das ist wahrscheinlich erstmal den Ball in Richtung Paso zu kriegen. Und jetzt gibt's den kleinen Chipper. Ich weiß nicht, was er da angezeigt hat. Der Skiri. Ja, war der Torwart nah an der Linie, aber ich glaube, das war alles noch in Ordnung. Denke ich auch. Aber du musst ja aus Prinzip auch einfach mal ein bisschen pöbeln. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Das wäre dann auch nicht Fußball so. Das kannst du dem auch nicht entnehmen. Egal, was du, wie facettenreich du den machst. Dieses Gemeckere wird bleiben. Klassisch auch. Du haust den Ball raus. Konstantin, mein Ball. Meiner. Classic. Man muss es probieren. Ja. Super. Super. Leron Berisha. Kreisliga-Torwart. Macht hier aber vieles richtig. Boah. Ich glaube, er ist auch sauer. Also mit 2 Toren hat er, glaube ich, in der ganzen Saison nicht gerechnet. 2 Gegentore. Damit kann er nicht zufrieden sein. Das ist nicht sein Anspruch. So, Pressing von unserer Eintracht wieder sehr hoch. Chipperpass. Und der ist da wide abseits, open, aber das abseits, ist abseits. Abseits. Ja, das sieht doch. Da braucht man auch keine Linientechnik, nichts. Nein, nein, nein. Das siehst du auch ohne die 5G-Cam. Uiuiui, da müssen wir aufpassen. Aber das ist. Ey! Das wäre meiner Meinung nach unser Ball gewesen. Aber Calcio spielt das Ding so schnell aus, aber inkonsequent. Und dann landet der Ball im Aus und dann ist das wieder der Ballbesitz. Für uns, die Eintracht aus Spandau. 6 Minuten noch zu spielen. Die Zeit rennt für Calcio. Wir sind glücklich, ganz ehrlich. Wir nehmen das auch so und jetzt ist das Tor frei. Ah. Wenn Turgay Akbulut da den Kopf ein bisschen hoch macht, vielleicht den Querpass sieht. Ja. Dieser Kunstrasen. Ah. Er hat es probiert, er hat den No-Look probiert. Und Luki Matondo fliegt fast in die Kamera rein. Nochmal Akbulut. Erstmal der Shot. Oh! Fake. Und dann der Shot. Goal, 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 Goal. Turgay Akbulut macht direkt in der nächsten Situation das wieder gut. Was er vorher ein bisschen versemmelt hat. Und dann guckt euch eine das Berührung an. Boah. Angefaked.
eiskalt, links unten. Ist auch die schwächere Seite tatsächlich von Schragel hier. Ja. Hat man auch während des Spiels strategisch analysiert, links unten, da ist er ein bisschen langsam. Und den Torjubel, da hat er eine Maske aufgepackt, draufgepackt, keine Ahnung. Ja, das müssen wir noch hinkriegen, ne? In der Border League, dass man den Torjubel auch richtig sieht. Wofür geht's, worum geht's sonst? 1 gegen 2. Schwierig. Ja, aber dann gibt's den taktische Foul, jetzt Matondo. Wieder zurück, ja, kleines Missverständnis, aber erst wir machen es ruhig. Erstmal ruhig. Man sieht bei Sangar Aziz auch sehr ballsicher, führt den Ball von vorne nach hinten. Ah, den hätte gerne Bleron Berisha zurück. Würde er gerne nochmal probieren. Ja, und es regt auch natürlich den Coach dann aus. Das ist das dritte, vierte Mal, dass die hier den scheiß Ball weggeben. Obwohl der bei uns sein könnte. Ja, ich finde, man merkt aber auch, oh, warte mal, jetzt erstmal die Chance auf Sechste. Schieb ihn noch, komm. Hoppa! Oh. Send him! Der Fake! Sit und der down. Bruder geht Schlittschuh fahren ganz kurz. Slidet raus aus dem Stadion. Diese Wiederholung will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Super Körper von Matondo, kein Foul meiner Meinung nach. Und dann Pasu mit dem Fake. Lässt den Torwart fliegen. Oh, hoppa! Oioioi. Das muss es doch jetzt eigentlich sein. Also, dieses Tor erinnert mich, ja, sehr stark an das Tor von Mesut Özil. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Legendäres Tor, da dribbelt er 6-7 Leute aus. Nochmal der Shot-Fake. Ich fand, Pasu hat es besser gemacht. Berisha will auch Stürmer machen hier. Der kann das. Ja. Der kann das. Zeit. Aber es sind wieder wichtige Sekunden. Jede Sekunde zählt. Und wir sind jetzt 15 Sekunden vor dem nächsten Game Changer. Eine 4-Tore-Führung für unsere Eintracht. Handicap plus 3. Wir brauchen noch ein Tor, dann haben wir den Rekord eingestellt. Den Torrekord. Von Hashtag Royal. Den Torrekord in einem Spiel, ne? In einem Spiel. Ja, und wir wissen, der Herr Knabe, der jagt jeden Rekord. Jetzt kommt der Game Changer, jetzt gibt's den Call. Ja, Julius ist happy mittlerweile, ne? Ich glaube, der will sich auch selber einwechseln, aber so weit sind wir noch nicht, Julius. Ist auch eine Wildcard. So, schauen wir mal. Die Border League Galaxy Minutes starten gleich. Letzten 3 Minuten des Spiels. Gibt nochmal eine Sonderregel. Theoretisch, wenn ich hier mal so reinschaue. Was haben wir da? Eigentlich sind das Sachen, die uns nur in die Karten spielen können. Wir haben die Shot Clock, dass man maximal 30 Sekunden im Ballbesitz sein. Na, wobei, das ist vielleicht gar nicht so geil für uns. Sobald ein Team die Mittellinie überquert hat, darf man keine Pässe mehr nach hinten machen. Also so wie beim, beim Rugby darf man ja dann nur Pässe nach hinten machen. Ja, das Gegenteil, genau. Genau. So, schauen wir mal die Galaxy Minutes, was haben wir? Die haben sich auch echt coole Animationen ausgedacht. The Galaxy 1v1, what is it? Ich hab keine Ahnung. What is it? Tell us! Jetzt Someone! Ist jetzt 1 gegen 1? Ich weiß Seitenschießen? Nicht. Du fragst jemanden, der das auch nicht weiß. Am liebsten hätte ich wirklich generell fürs Leben so einen Walkie-Talkie zum Präsidenten. Zum Präsidenten. Weil dann wüsstest du einfach alles auf. Das stimmt. Also. Aus dem Mittelkreis wird abgeschlossen. 1 gegen 1 wie Strafstöße. Ah, das gibt's auch. Ah, das jetzt ist so gefühlt USA-Elfmeterschießen. Aber ist das jetzt nur noch die letzten 3 Minuten? Die ganze Zeit 1 gegen 1 oder was? Das ist doch voll unfair für die Mannschaft, die mit 6 Toren führt. Aha. Da müssen wir jetzt mal gab's schauen. Gab's das heute schon, Chat? Gab's das heute schon, diesen Modus? Macht Ton an, ja, wir gucken mal, ob wir was reinhören hier. Zapai und Klo nochmal das System. Und der Torwart darf kein Handspiel machen. Das ist Tor. Okay? Und du dürft wechseln. Was? Dann ist er dran wieder. Immer abwechseln. Geil, dass unser Coach da steht und die Regeln abfragt. Da seht ihr mal die Orga. Nicht alles klappt perfekt. Wir machen vieles Learning by Doing. Ich nehme die Kältere. Nimm dir. Wir lassen uns überraschen, Chat. Kaltür weiß auch noch nicht, aber Niklas sieht auch überhaupt nicht happy aus, wenn ich den so angucke da, ne? Wäre ich an seiner Stelle aber auch nicht. Der sieht nicht so aus, als ob die gerade einen 180 geworfen haben. Der sieht eher so aus, als ob es hier die 7 ist. So, wir schauen mal. Aber 3 Minuten, heißt das, es wird jetzt einfach zack, 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 so lange, bis die Zeit runter ist, oder? Ich check das nicht so ganz. Ich glaube, es ist jetzt dieser Ami-Elfmeter. Wir schauen uns das an, da musste noch ein Helfer der Baller League nochmal kommen. Anscheinend gibt es den Ball ab der Mittellinie. Dann ein 1 gegen 1.
Aber ich habe irgendwas gehört von wegen, der Torwart darf nicht den Ball in der Hand haben. Das ist auf jeden Fall ein Mismatch. Pasu. Ah! Oh. Das ist wirklich Seitenschießen. Jetzt, es ist wirklich ein 1 gegen 1. Es ist wirklich Seitenschießen. Nein! Aber er darf einfach... Wie weit darf er den tragen? Bis zu dem Kreis anscheinend. Da ist er. Wo ging der denn hin? Ja, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Damn! Damn, boy! Puh. So, jetzt. Komm, Mütschi. Mach den Sack zu. Denk dran, links unten ist unsere Ecke. Come on. Der zirkelt den. Bro, der macht den. Ja. Pasu! Was ist, wenn der jetzt dazu... Achso. Oh, da darf er... Was ist jetzt? Was ist jetzt? Wie lange geht das? Lass dir mal Zeit jetzt einfach, oder? Es steht 6-3, der Anschluss, also der Was Treffer. Was ist das für ein Modus? We don't get it. Jetzt gibt's auch den, der... Ist alles Zeit, ist gut, ist unsere Zeit. Ja, ja, Technik. Wechsel nochmal, wieder zurück. Alles, alles! Aber... Ja, also, aber er könnte doch auch einfach den Ball ins... Also ich habe das geliebt, dieses Game damals im Käfig. Aber nicht, wenn du 6-2 aber führst. Vor allem auch, wenn das vielleicht einfach zu groß dafür ist, oder? Also... Aziz! Einfach auch mal gehen. Er ist ja auch angestrengt wie, schon. Wie langsam? Einfach mal also, langsam Richtung Mittelfeld. Mach entspannt. Wie viel Zeit hat er? Wie viel Zeit hat er? Mach Fake erstmal. 50 Sekunden? Ah, 15? Oh! Shit! Oder so. Sangar Aziz! Goal, 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 Goal! Der Flatterball! So nämlich. Früher gab es einen FIFA, ich glaube, das war 2004. Da konntest du so den Ball auswählen, wo du den treffen willst. Das kann Aziz aus dem Stegreif heraus. Eintracht Spandauer durch und durch schon jetzt. Agbulut. Oh, der ist für Damage gegangen auf den Körper, aber hat nicht gut geklappt. Na, 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 oder? Oh, Latte rein. 7-4. Lass dir mal jetzt 15 Sekunden. Turgay, Akbulut. Mach ruhig. Oder Turgay. Mach rein. Ruhig oder rein. Das sind die zwei Motten hier. So, legt er sich hin. Weiter noch ein Stück, weiter noch. Warte noch. Noch ein Stück. Warte noch. Turgay. Goal, 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 Goal. Aber den wollte er auch nicht halten. Da wollte er auch nicht seinen Kopf hinhalten. Da war er ihm zu schade. Ich bin mir sicher, ein Eintracht-Spieler hätte seinen Kopf da hingehalten. Natürlich. Darf er sein. Wir nehmen es mit. Ey. 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 Look at us. Und noch 15 Sekunden. Jetzt ist die Uhr gestoppt. Nein, doch nicht. So. Alvin. Noch. Wir zählen runter. Alvin will auch nochmal. 10. So, was war 9, das denn? Arsch abschießen 8, oder was? 7. Und die Tordifferenz 6, kann am Ende der Saison nochmal wichtig sein. 3. 2. 1. Und ab. Der erste Sieg für die Eintracht. Yeah! Ja! Oh, ich hab Kabel überall, yes, aber ja! Yes! Einer von vielen, meine Damen Ganz und Herren! Ganz locker! Einer von vielen! Und wir halten nach dem ersten Spiel in der Baller Liga tatsächlich auch den Single-Game-Torrekord. Ganz Was locker! Was war das für eine Leistung von der Eintracht? Wer hätte das gedacht? Boah. Wir! Wir natürlich, gedacht. Also wir alle haben es gedacht. Alle hätten es also gedacht. Niemand hat was alle anderes haben's erwartet, aber bestätigt zu werden ist schön. Das ist wundervoll. Da gibt es auch gleich noch die erste Bierdusche. Wow. So, ich würde sagen, wir schalten einmal ganz... Nee, wir bleiben noch drauf, wir bleiben noch drauf. Hoppa! Ey! Ich schalte mal ganz kurz zu uns, damit wir den Ton hier wechseln können. Machen wir jetzt den Stadiongesang? Ja, oh, das ist auf einmal so ruhig hier. Ne? Wie gesagt, die mussten auf Valerius verzichten. Hör mal rein. Auf ihren vermeintlich besten. Ja, jetzt wird direkt drüber geredet. Die mussten auf den verzichten, die hatten den nicht. Mac. Schalalalala. Mac. So, ich würde sagen, also. Aber diese so Ausreden ist halt auch schon sehr, sehr wack. Ja, aber gegen Eintracht muss man sich halt irgendwas überlegen. Stimmt. Was? Bro, ich bin raus. Was war das denn für ein Disrespect hier, Alter? Das reicht mir. Wo hast du jetzt draufgedrückt hier? Stopp! Also das geht zu weit. Yo! Das geht zu Cancel weit. Cancel Robby Hunke, Digga. Hallo. Wie hat der ihn genannt gerade? Knäbe. Ich bin so durch. Was ein Spiel. Ja. Das hat man gehört. Damn. Aziz! Sag Aziz! Im Großen... Oh, was passiert hier?
Herr Knabe! Knabe! Präsident! Was passiert? Hat er ihn gerade geslappt? Geboxt? Wir haben es nicht auf Kamera gehabt. Das ist der Wahnsinn. Aber Julius, wir haben gewonnen! Präsident Knabe. Was ist passiert? Der hat mich angegriffen! Dein eigenes Maskottchen? Da ist doch Kontra K drunter oder so! Der Mann ist gemein! Also, hol ihn dir, komm! Nee, ich hab schon wieder gezeigt, seit dem Ding, wo wir im Kreis gehopft sind, ja. Da habe ich schon seit dem Rücken. So, wir schauen nochmal auf den Instant Replay. Oh, da haben sie sich kurz geschubst. Aber wo, wie ist der Beef zustande Julius gekommen? Julius, BANG! Yo! Wen hast denn du da engagiert? Ja, der Julius Batista. Ist außer Kontrolle. Batista ist da drunter. Wahnsinn. Das macht man doch nicht. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber das jetzt habe ich den Aziz verloren. Haben. Abo! Das war ein Football-Tackle. Wer ist unter diesem Ding drunter? Das knallt der Hexenschuss, weißt du? Geht richtig durch. Haben wir einen Arzt? Wasser. Ich brauche mal Wasser. Medic. Okay. Hat jemand ein Wasser? Für einen Knabe? Hallo. Ja, hier. Kamera jetzt nimm. Aziz. Reicht doch irgendwann mal mit der Kamera. Er will nicht. Sanitäter brauchen wir. Hau noch rauf. Hau noch rauf. Alter. Er hat nur weil er die Nummer 10 hat. Kommst du mit Herrn Knabe zurecht? Sehr gut. Der hat nicht mal Landen am Zaun, oder? Am Anfang war es schwer. Als wie redet der? Hast bester Mann gehört? Einfach und wir freuen uns einfach. Er bringt Tabak. Richtig so Action hier rein, gell? Wieso bist du so fremd? Aber Aziz darf das. Mega und der Performance. Es war gerade Tabak, der meinte, der hat nicht alle Latten am Zaun oder sowas. Das hatte keiner hier. Der naja, nach dem Bodyslam ist die eine oder andere Latte auf jeden Fall nicht mehr am Zaun. Stark, ja, aber das war doch ein so ehrenloser, eiskalter Angriff. Das stimmt. Die Atmosphäre ist sehr gut. Wir haben junge Spieler, wir haben ältere Spieler, wie heute mit dem Konstantin Rausch, Richie und super Atmosphäre, super Trainer auch, witzige Trainer, macht echt Spaß. Und was macht es aus, so einen Hans Sapa im Team zu haben? Der ist ja auch unglaublich. Wirklich, wir hatten jetzt am Samstag schon unser erstes Training mit der Mannschaft und da ging es schon. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden Theorie gehabt, 3 Stunden Training. Also, so läuft das nämlich bei der Eintracht. Okay, deswegen, vier Tore mehr als der Gegner. Calcio aus Friedrichshain. Die wussten gar nicht, worauf die sich da eingelegt haben. Die können sich einen Avocado-Toast schmieren gehen jetzt. Manager Knabe wird eiskalt vom Maskottchen. Ja, jetzt wurde er wahrscheinlich eingewiesen nochmal, Robby. Ja. Hat wahrscheinlich nochmal eine Morddrohung bekommen oder so von dem Chat. Hoffentlich nicht. Und deswegen gebe ich ins Studio zu Laura und Con. So, danke, wir gehen ab ins Studio. Also uns geht's nicht so. Anders, ne? Wir gehen auch ins Studio. Wir gehen auch ins Studio. Wow. Was war das für ein Gänsehautspiel? Ich habe immer noch Gänsehaut. Das muss man erstmal verdauen. Ein 8:4, Freunde. Im allerersten Spiel der Eintracht. Torrekord geknallt. Locker. Hans Sapaik hat auch wirklich dann, jeder durfte auch nochmal ran. Dann, Knabe, ne? Auch geknallt. Knabe hat auch geknallt. Aziz. Aziz. Für mich, also, was sagst du? Für mich Aziz oder Richie MVP des Spiels? Ich finde, man hat gesehen, wenn Richie nicht drauf war, ja, fehlte so ein bisschen die Ruhe. Die Ruhe und vor allem, ja, der nimmt halt auch dann 2-3 Spieler Aufsicht. Also du hast dann immer die, durch Richie kannst du dann auch viele Überzahlsituationen kreieren, weil der zieht dann einfach die Leute an sich ran. Ja. Da brauchst du 2, sonst wird das nichts. Und ja, ich fand besonders heute, fand ich den Tutgay Akbulut auch, der hat auch seine Tore gemacht. Ja. Wir können ja vielleicht nochmal eine Abstimmung in den Chat starten. Wer, wer ist der Man of the Match? Wa? Ich würde sagen Aziz, Aziz, Tutgay und Richie, ne? Richie. So ein guter Ball. Ja, also an sich erstmal alle MVPs. Alle mindestens alle sind MVPs an sich, ja? Ja, ja, klar. Hier, wer die 1 auf der Brust trägt, der ist auch die 1 tatsächlich auf dem Platz. Ja, aber der Chat scheint schon Richtung Aziz zu gehen. Ja, der hat auch viel, ja, gerade auch am Ende, ne? Verantwortung übernommen in dem Moment, wo es drauf ankam. Vielleicht kriegen wir noch mal eine. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, das stimmt. Also ist natürlich viel. Kommt Druck. Die Umfrage? Ist sie an? Kriegen wir sie rein? Ja, ich schaue uns hier. Chef, im Live-Ticker. Redaktion, war das hier los? Regie, Umfrage nochmal. Umfrage nochmal. So. Aziz, Akbulut und Richie. So, gucken wir mal, ob wir hier eine reinkriegen. Aber es sieht sehr deutlich aus nach Aziz. Sehr deutlich. Ich glaube, da brauchen wir gar keine Umfrage für. Brauchen wir gar keine mehr, wa? Das war schon ein geiles Ding. Aber ich sag mal, also besser kann ein Einstand nicht gehen. 8:4. Wahnsinn. Wir haben das Orchester gehabt als Intro. Oh ja. Musik hört der Präsident jetzt auch nach der Schelle.
Also, was will man mehr an diesem wunderschönen Montagabend? Ja, also, wir haben tatsächlich alles, was wir wollen. Umfragen könnt ihr auch direkt über die Mods ansprechen. Ach so. Ah, wir haben Mods auch. Haben wir Mods? Mods? Lackmütz! Mods, mach mal eine Umfrage! Was ist hier los? So eine schöne Abschlussumfrage. Vielleicht eine haben wir schöne. Ja, weiß ich nicht. Doch eine Überraschung. Vielleicht kriegen die ja irgendwas. Die könnten so einen lebensgroßen Julius nach Hause kriegen vielleicht. Jedes Mal, wenn ich sehe nur eine Sache und ich sehe den Pokal im Schrank. Das ist das Einzige, worauf mein Fokus auch ist. Und ja, ja. Ich vertraue auch einfach Hans. Ich vertraue einfach Hans. Es wird einfach nur Gänsehaut. Diese kurze Szene, wo wir auch dann kurz reingehört haben, was er zu den Jungs gesagt hat. Inspirierend. Wie viel man da gelernt hat in ein paar Sekunden. Crazy. Ja. Deswegen, also wir haben auch jetzt 2 Wochen haben wir wieder unser erstes Rückrundenspiel. Ich denke, davon kann ich auch einiges mitnehmen. Ja. Frag mal, ob du nicht einen Call vielleicht, ne, mal mit Hans, dass er euch in der Kreisliga bisschen hilft. Ich meine, der macht das so. Das wäre Weltklasse. Aber auch krass. Hat Aziz auch gerade nochmal rausgehauen, ne? So, Mods alle AFK, das ist schade. Da wurde mal wieder gebaitet. Doch hier, wer ist MVP? So, wir stimmen ab. Aziz, Richie oder Julius? Ist Ivica Olic gerade auch als Wildcard vorgestellt worden? Ne, ich glaube, das war einfach nur ein Quiz. Ah, okay. Das wäre okay, auch stark. Ich dachte schon. So, wen nehmen wir? Aziz, Richie oder Julius? Für mich ist Aziz gewesen. Für mich ist es auch Aziz. Aziz? Safe. Der ja, hat das 74%. Gemacht. Auch Richie war auch super. Auch Akku war stark. Die waren alle gut. Ja, und auch, deutlich, und auch Andreas Volk hat das super gemacht, fand ich. Also, ja. Wir hatten keinen Schwachpunkt. Das ist, glaube ich, auch das, was die Eintracht auszeichnet, dass sie als Einheit auftritt. Ja. Weißt du, dass wir keinen. Wir haben halt niemanden, den du irgendwo als Schwachstelle definieren kannst, der irgendwie ausgenutzt werden kann. Nein. Was kommt? Max kommt in 10 Minuten wahrscheinlich. Ja. Aber es könnte im Chat auch schon mal sagen, weil die Frage gerade, wo Max nochmal kommt. In 10 Minuten kommt Max nochmal, ja. Schalten wir dann rüber oder quatschen wir nochmal mit dem? Er ruft wahrscheinlich auf Discord nochmal an. Okay. Machen wir wieder einen entspannten Skype-Call. Alles klar. Wunderbar. Ja, also die können wir jetzt auch frühzeitig beenden. Es ist eindeutig, es ist Aziz. Und das gönnt sich ihm auch. Also nach der Leistung. Ja. Schauen wir mal, wer das Weekly machen wird. Diese Umfrage werden wir definitiv immer nach den Spielen haben, damit wir irgendeinen Matchday-MVP von uns haben. Ja. Insgesamt hat man auch durch Aziz natürlich, der dann das Sprachrohr von der Mannschaft war kurz, ne, hat man mitbekommen, wie ist die Atmosphäre bei Eintracht. Die ist besonders. Die haben Spaß. Trainer Hans, Theorietraining? Ich glaube, was hat er gesagt? 2 Stunden Theorie? Stunden Theorie, also so 3 Stunden nochmal auf dem Platz. Ja, nee, die. Und dann nochmal eine Runde um Teufelsberg. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, man denkt von außen, das ist wie ein Teilzeitjob. Du musst hier alles geben, vor allem bei der Eintracht. Das natürlich. Ist 40 Stunden unbezahlt. Aber du musst es auch selber machen wollen. So nehme ich. Übrigens, was dir gerade noch einfällt, vielleicht interessiert es einige von euch, wahrscheinlich. Das ist immer so dieser Punkt, wenn man da wirklich mal lachen muss. tatsächlich wird in den zukünftigen Wochen, also wir haben ja jetzt quasi den ersten Spieltag, zumindest aus Eintracht-Sicht, hinter uns. Das heißt, 10 Spieltage haben wir noch. Die nächsten 10 Montage Pflichtprogramm natürlich. Immer zu einer anderen Uhrzeit. Es wird auch hin und wieder Max noch dabei sein. Also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist er, glaube ich, 4-mal vor Ort in Köln. Mhm. Und die anderen 7-mal wird er mit dabei sein und mitkommentieren. Das heißt, da wird dann auch nochmal richtig abgerissen hier, nur damit ihr das schon mal Bescheid wisst. Und die nächsten 10 Spieltage, ich denke, wird ähnlich aussehen. Dann haben wir noch die Playoffs, dann haben wir den Pokal, dann werden wir noch laufen. Dann noch Pokal? Nicht Pokal, ich meine, dann ist Finale noch im Stadion. Uff, Gänsehaut. Ich weiß noch nicht, welches, aber es gibt auch kein schlechtes Bundesliga-Stadion. Nein, außer Olympiastadion ist schon sehr weit weg. Also da werden wir schon, dann müssen wir mit Fernrohr gucken teilweise das Spiel, wenn dann noch das Feld verkleinert wird. Achso, du meinst jetzt weit von Spandau weg. Das ist ja nah dran. Spandau, das ist ja ein Katzensprung. Es geht eher darum, wenn du auf den Sitzplätzen sitzt, dass du dann mit Fernrohr, selbst unterster Platz ist halt noch weiter als der Oberring in anderen Stadien zum Teil. Aber wir können uns sicher sein, das Olympiastadion wird es nicht. Weil das wird es nicht, nein. Warum? Nicht genug Platz für Eintracht Spandau. Ja, einmal das, die Ostkurve und, haben wir ja schon gehört, der will ja die Nordkurve und... Was ist das größte Stadion der Welt? Das größte Fußballstadion? Ja. Boah, ich glaube, die Argentinier zerreißen immer so komplett. Irgendwie sowas wird es doch sein. Mhm. Und USA ist ganz krass. Alle College-Stadien, es gibt zig College-Stadien, die ich gesehen habe, über 100.000. 130.000 da zum Beispiel in Michigan, also... Ich glaube, würden wir voll machen. Eintracht würde das voll machen, ja. Schon, ja. Aber es... Muss auch nicht. Camp Nou ist nicht das größte. Camp Nou?
Ist von Barcelona, oder? Camp Nou. Macca in Brasilien, 200.000, das glaube ich dir nicht. Camp Nou. 200.000. Das heißt Camp Nou, Mann. Ich sag's so 100 Mal, dass du irgendwas so checkst. Ey, was ist das? Camp? Ich dachte, es ist halt ein Camp. Camp. Camp Nou, okay. Einfach Camping. Camping Nou. Na gut. Nordkorea. Mhm. Die haben das größte Fußballstadion. Da wird das Finale vermutlich nicht sein. Ach so, unironisch in Nordkorea. 250.000. Tor, die machen auch jedes. Das ist stark. Aber ich glaube, das kann. Aber ist, realistisch gesehen. Es gibt sogar so ein Fußballspiel, was mal daraus gezeigt wurde. Ja, die haben auch nur Tore geschossen, glaube ich dann. Auch kein Gegentor gekriegt. Nee, nicht nur. Ja, ich sage einmal ja. Wahrscheinlich. Ich nee, glaube, untereinander. Die haben achso, das so achso. untereinander gehabt. Ich glaube, realistisch gesehen wird es wahrscheinlich einfach in Köln sein, oder? Das wäre am naheliegendsten. Wieso Köln? Na, ich meine das Finale. Ach so, ja, erste FC Köln, Rhein Arena, boah, glaube ich nicht. Nee? Boah, also ich glaube, das wird eher sowas wie, also, mein, ich glaube, wie hieß das andere Event da? Mit den ganzen Influencern, wo auch Fußball, da in waren Spanien, die auch in Spanien, weißt du? Nee, 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 in, nicht der Konkurrent, ach so. Sondern, ach so. ich meine die, die ist mit dem Battle of the irgendwas. Ach so. Die Socials. Ja, wo genau. War das? Das war in Mainz Stadion, genau. Oder dann, wir nehmen wieder hier. Spandauer Hauptsache, wir gehen nicht in die alte Försterei, Digga. Spandauer Kickers. Da bin ich dann, da bin ich raus. Da, wo unser Sommerfest war. Hm? Da können wir auch das Finale machen. Da Spandauer Kickers hin. Spandauer Kickers. Starken. Ich habe schon in Starken, ja. Da war voll. Da war voll. Da war richtig voll. Ja, GGs. Ich habe, glaube ich, auch ein paar Aufnahmen davon gesehen. Langsess Arena, stimmt. Das wird doch eher eine Halle sein am Ende. Es wurde gesagt, in einem Bundesliga-Stadion. Warte. Ach, wirklich? Die haben das schon geleakt. League of Legends. Was denn, Mike? Nein. Okay. So. Hier. Finale in einem Bundesliga-Stadion. Aha. Aber steht nicht, welche Liga. Aha. Ist dritte Liga auch noch Bundesliga? Oder? Ja, nein. Nee, aber zweite. Zweite ist Bundesliga, ja. Dritte nicht? Nee, dritte, also die erste und zweite Bundesliga gehört zur DFL. Ja. Und ab der dritten Liga ist der DFB. Ach, das heißt, deswegen kannst du auch eine Zweitligamannschaft haben, die in der dritten Liga auch ein Team hat, aber du kannst kein Bundesliga-Team sein. Ja. Oh mein Gott. Von hier jetzt auch oder vom Spiel, meinst du? Vom Spiel. Okay. Wir können schon mal, jetzt hat mein Mikrofon auch den Geist aufgegeben. So, wir können schon mal auf Twitter gehen, wurde uns hier gesagt. Auf X. Also Eintracht Spandau. Ja, machen wir sofort. Wir gehen auf Eintracht Spandau Twitter. Alter, sind die active, wa? Sind die active direkt? Kommt man da noch rauf, wenn man Twitter eingibt? Oder ist das? Ja, kommst du noch raus. Natürlich. Rauf. Oh, wir sind mit Hand of Blood eingeloggt. Oh, ganz, shit. Wir können hier ganz viel Ärger machen. Du lass noch was tweeten. Ich glaube, dann werden wir gefeuert. Das machen wir lieber nicht. So, Eintracht. Chat, sei mal ehrlich. Soda soll was tweeten, oder? Ich mache hier gar nichts. Soda, du bist leise. Ja, was soll ich sagen? Du bist nicht leise. Mein Ohr platzt. Was? So. Also, wenn ich du wäre, würde ich da jetzt einfach kurz... Ich sehe nur eins im Text. Eins steht für Nein, glaube ich. Eins auf die Eins. So. Schreib einfach Eins auf die Eins. Ja. Gefeuert. So. Jetzt kommt Julius mit dem Frontalangriff. Das müssen wir nochmal analysieren. Oh, wie ist der Beef zustande gekommen? Julius, bang! Oh! Yo! Wen hast denn du da engagiert? Ja, oh, die Brille auch. Julius, wie ist der Beef zustande gekommen? Julius, bang! Alter, das war so eine Zeit. Wir müssen nochmal analysieren hier. Julius, aber er hier... Er steht wirklich komplett falsch. Kameraausbildung. Minus 1000. Was ist das denn? Da sieht man aber auch, dass nicht geskriptet war, weil sonst hätte der Kameramann ja nicht im Weg gestanden. Also. Wir müssen uns auch so perfekt jetzt eigentlich so hinstellen, dass wir uns selber so... Digga, das ist unmöglich, Alter. So, müssen wir mal ganz kurz hier. Boah, er hat auch durchgezogen, ne? Ja, aber der Kameramann, der muss raus, Alter. Ehrlich, sorry. I'm sorry, Bro. Was ist das für eine Schuhmarke? Naja. Wen hast denn du da engagiert? Aber hat er gut abgerollt. Der ist, ja, man merkt, der hat eine Turnausbildung als Jugendlicher. Ja. Der ist ja alte Generation halt, da haben die so... Batista! Da haben die... Batista! So, was haben wir noch hier? Ballern. Ach nee, Ballern. Ja, 15. Der war aber auch, hast du gesehen, wie er den... Guck dir mal die Flugkurve ja, auch an hier. Ja, das war different. 15 Sekunden. Boah! Oh, shit! Oder so.
15 Sekunden, ja, 15 Sekunden. Den hätte auch kein Torwart der Welt gehalten. Hände sind ja eh nicht erlaubt in dem 1v1. Ja, 15. Oh! Das war diese, das war schon bis, das hatte schon ein bisschen Nike-Werbung, Yoga Bonito, CR7, ja. Luis Figo, Vibes. Yoga Bonito. Erstmal der Shot. Das Ding war auch gezirkelt. Und dann der Shot. Gold, 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 Gold. Was ich mit meiner Hand mache. Oh, guck mal. Erstmal der Shot. Das musst du auf so ein kleines Tor erstmal hinkriegen, ne? Das Ding ist kleiner. Das Tor sieht größer aus, als es ist. Ja. Ist nämlich klein. Wupp, wuppa. Erstmal der Shot. Fake. Wirklich. Und dann der Shot. Gold, Gold, Gold. Und er faked auch so. Wohin? Er ist auch krass. Er hat auch wirklich erstmal einfach so diesen FIFA-Jubel. Zack. Wir gehen nicht zurück. Wir gehen nach da zur Cam. Wir gehen nach da zur Cam. Immer zur Eckfahne. Immer zur Eckfahne. So. Was haben wir hier noch? Schön langer Ball. Das war auch, also da kriegt er auch, glaube ich, eine Vorlage. Berisha. Da kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut. Guck mal, wie er den hier, wie er den sieht auch. Da kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut, wenn du den siehst. Hat er ihn. Zack. Was für ein Ball. Das ist es. Gol, 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 Gol. Luki Matondo. Matondo. Ja, wow. Also, da kriegst du schon wirklich stark einfach nur. Was für ein das Ball. Ist es! War das abseits? Also, da kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut, auch wenn nee, er ist hinterm Ball, ne? Wir ziehen hier die Linie. Das ist kein Abseits. Eindeutig hinterm Ball. Das ist kein alles Abseits. Alles regelkonform. Das ist kein Abseits. Ja, ey, da war das geil. Das boah, Digga. Das müsste das neue Bundesliga-Logo sein. Ja. Oder oh EFC Gott. 2025. Ja, EFC. Mit Aziz auf dem Titelbild. Aziz auf dem Titelbild, Digga. Gib mir das als Bundesliga-Logo, wirklich. Das muss jetzt eigentlich ein neues Twitch-Emote werden, oder? Jedes Mal, wenn Aziz ein Tor macht. Das sieht schon sick aus, Alter. Das ist unser neues Twitch-Emote. Max ist ready, hat dir auf Discord geschrieben. Max ist ready? Genau, er ruft dich auf Discord an, dann könnt ihr wieder miteinander. Ja. Alright. So, Max ist im Moment ready. Wir schalten wieder zurück hier einmal kurz auf uns. Wir schalten zurück nach Köln. So, bin ready. Wir auch. Hey Daddy. Die Frage ist, reden wir jetzt mit dem Präsidenten oder reden wir mit Max? Nee, ich glaube, wir reden Max mit Max, wieder? Oder? Okay. Max, ich glaube, der Präsi, der muss auch erstmal Pause machen. Ja, der ist, glaube ich, auch gerade noch in der Behandlung. Ja. Da wird nochmal gecheckt. Ich kenne das mit dem Rücken. Ich habe das auch schon lange mit Rücken, Bandscheibenvorfälle und vom so weiter. Vom Dartspielen auch, ne? Nee, ich habe wirklich Bandscheibenvorfälle, ja. Das ist kein. Aber nicht vom Dartspielen, durch Football damals. Ach, Football gespielt? Ja, ja. Boah, ganze total, Jugend lang, Alter. Das. Der Körperzerstörer Nummer 1, ja, so. Der ja. Körpercrusher Nummer 1, wirklich so. Wie scheiße willst du so stehen, so beim Football die ganze Zeit auf dem Boden? Ja, so dauerhaft. Also, und dann noch so teilweise Situationen, wo du dir Millionen von Gehirnzellen wegschepperst. Mit Absicht, ohne Absicht. Du springst hoch, fängst bei hier, scheiße. Fällst du auf den Hinterkopf, Helm, scheppert dein Gehirn auch nochmal weg, so. Ja. Das ist schon, muss man schon lieben, ne? Also, das ist. Also, es hat auch sehr Spaß gemacht. Ich wollte auch professioneller das machen, so, es war ein Traum. Ich wollte alles aber professionell machen, alles, was ich angefasst habe, mein Leben war. Ja, für Dart ist noch nicht zu spät. Ja, tatsächlich. Frag meine Frau, wie ernst ich das nehme, Alter, die kommt auch schon ganz schnell. Ey, wir haben hier auch ein paar Leute, wir zocken ab und zu in der Gruppe. Ich werde euch essen. Ja, unterschätzt das mal nicht. Ja, unterschätzt das mal nicht. Wir zocken den Spanner auch nämlich Dart. So, er hat geschrieben, er ist ready. Ich habe geschrieben, ich auch. Soll ich ihn jetzt mal anrufen? Soll ich den ersten Step mal machen, oder? Ich weiß nicht, Alter. Ich bin ein bisschen schüchtern. Ich habe auch Angst. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an, ich mach das jetzt einfach mal. Oh, er schreibt gerade. Chill, chill, chill. Sag, wenn ich rüberschalten soll. Wo rüberschalten denn? Wo schaltet er hin? Ach so, er kann sich das auch klauen. Was für Schalten? Sei sein Jahre. Dachte Anruf. Schaltjahre. Sei sein Jahre. Ich verstehe nicht. Ich nichts verstehen. Nur komplett. Ah, er ruft an. Er ruft nicht an. Er ruft doch an. So. Hallo? Guten Tag. Hallo. Hallihallo. So, wir hören dich. Hörst du uns? Da bin ich. Ah, da ist er. So, warte mal. Ich sehe dich. Ich mache mal Fullscreen hier auf Discord. Ist jetzt nicht die allerbeste Qualität, aber ich glaube, damit können wir leben. Ihr habt da im Stream Deck so eine Discord-Szene. So. Yes. Wir sehen dich. Yes. Wunderbar. Geil. Oh, oder so. Gänsehaut. Wir nehmen die einfach. Wie ist es? Wie war es bei euch? Ich habe ja gar nichts mitbekommen. Es war geil. Ich weiß auch gar nicht, was auf Social Media abgeht. Ich war gerade nur on the run, mich umgekleidet und wieder her. Die erste Frage, die, glaube ich, im Herzen aller brennt, ist, wie geht's dem Präsidenten? Wird er es schaffen, oder? Na, ich habe den gesehen backstage. Der wurde gerade wieder eingerenkt. Ja.
Aber was da los ist, keine Ahnung. Das hat auch intern, glaube ich, ein Nachspiel. Muss auch, muss. Aber wie war es für euch? Wie war es für den Chat? Also war mega geil. Also ich meine, dass wir gewonnen haben, natürlich umso besser, aber der Chat hat es mega gefeiert. Das war extrem cool. Also wir haben auch im Hintergrund schön Stadionatmosphäre laufen lassen. Hier war ja, richtig ja. Stimmung. Ich habe ja erzählt, ne? Die machen das aktuell so, dass sie Tickets verlosen. Ja. Das heißt, man kann jetzt nicht so kontrolliert anrücken mit einer Gruppe. Aber wir gucken, dass wir da irgendwie ein Kontingent halt klar machen. Das wäre geil. Und ja, voll. Ey, und trotzdem, ich glaube, wir waren das einzige Team mit Fangesängen. Also so, auch wenn es nur so 10 Leute waren. Ich weiß nicht, habt man das gehört? Oder durch eure Stadio-Atmo wahrscheinlich nicht. Nee, wir hatten den Stream hatten wir gemutet, weil wir den Kommentator sonst haben. Ah. Aber waren welche da mit Gesängen sogar, ja? Ja, ja, übel. Also hier war die ganze Zeit richtig Party. Okay, das ist geil. Die haben immer so hin und her gerufen von Eck zu Eck. Eintracht, spannend. Oh, geil. So 10, 15 Leute. War ultra geil. Und, ole. Das ist stark. Ja, aber wie fandet ihr die Blaskapelle? Die war Weltklasse. Es war von also Anfang auch, Ende. Weil es halt auch wirklich so war, das andere Team stand da, hat gewartet, hat die wussten, ich weiß gar nicht, ob die das wussten, weil die haben sich so richtig fragend die ganze Zeit umgeguckt. So. Der Kommentator auch so, wo ist Eintracht Spandau? Und dann kommt da die Kapelle. Das war schon sehr, sehr geil. Wenn ihr, also ich weiß nicht, was euer weiterer Plan jetzt ist, aber ich könnte hier theoretisch Spieler reinholen. Wir könnten die entweder zu dritt abhandeln oder wir schalten rüber. Wie ihr wollt, also könnt ihr machen. Wir haben jetzt, ich glaube, einen Plan haben wir sowieso nicht. Also ab jetzt ist Freestyle. Ja, Freestyler. Ja, dann wenn ihr noch Bock habt. Ja, gerne, oder? Quatschen jetzt mit ein, zwei Spielern. Ja, den Aziz will der Chat auf jeden Fall haben. Ja, Aziz ist auch vom Chat zum MVP gewotet worden. Den Aziz will der Chat. Komisch, zufälligerweise ist der Aziz. Oh! Sag. Servus, Männer. Setz dir jetzt Headset auf, dann hörst du... Das Headband hat er, glaube ich, während des Games nochmal aufgesetzt. Das hat so ein bisschen. Das hat nochmal plus 5 Speed gegeben. Naruto, ne? Naruto geile Vibes. Physics dadurch. Ja. Naruto und Vibes. Die Leute rasten komplett aus. Ja. Du bist auch, ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber du bist auch vom Chat zum MVP des Matches gewählt worden. Man of the Match. Man of the Match. Bestimmt ja eh wir. Ja, ja, aber der hat der Chat gut, auch nochmal bestimmt. Also, das war einstimmig. War ein geiles Spiel. Geil. Wie war das das erste Mal, dieses 1v1? Also es ist ja auch immer wieder eine Überraschung, was da das auf dem Spielfeld passiert. Ist ein bisschen komisch, oder? War passiert. Komisch, aber den zweiten habe ich dann, glaube ich, gut reingedonnert. Oder war das der erste? Ich weiß gar nicht. Den hast du gut reingedonnert, jo. Ja, der zweite. Ansonsten starke Mannschaftsleistung von jedem. Jo, richtig konzentriert, immer Position gehalten und so. Präsident von außen auch gut Stimmung gemacht. Ja, kam das rüber? Natürlich. Ja. Wichtig, Männer. Spandauer, wir machen das. Wir holen uns den Titel. Ja, ich habe ihn richtig rumkrakeelt die ganze Zeit, aber Hans und sein Assistent, wie war eigentlich sein Name, der ist ja jetzt dazugerutscht, Justus, Hans und Justus, Alter, die ganze Zeit richtig Alarm gemacht und ich habe von den Kaltschuss einfach gar nichts gehört. Also ihr habt ja den Stream nicht mitbekommen, weil die hatten einfach Stadion-Atmos sich angemacht und Stream gemutet, weil da der Kommentator die ganze Zeit war. Ja, der Trainer von denen meinte die ganze Zeit, zu wenig von uns, zu wenig, der meinte nach dem Spiel auch verdient, habt ihr gewonnen. Der meinte dann, meinte er zu mir auch, ja. Der meinte auch zu mir, ja. Haben, glaube ich, die falschen Transfers gemacht. Oh, so schnell schon. Oh, echt, meinte er? Jetzt schon. Nach einem Spieltag. Die meinen halt zu mir, die haben nicht trainiert, ne? Die Culture-Jungs waren ja auch vorher hier im Stream. Und die haben halt von überall ihre Leute gedraftet. Okay. Und dadurch haben sie jetzt wohl auch nicht trainiert. Ja, aber es ist keine Ausrede, weil ich meine, Ronny, also der Torwart, Blair und ich, wir kommen auch aus Stuttgart. Wir haben auch 3,5-4 Stunden Weg auf uns genommen für die Mannschaft und das hat man ja gesehen, was sich dabei ausgezahlt hat. Wo habt ihr denn das erste Training da? Du hattest nach dem Spiel direkt erzählt, dass Hans euch so eine Theorie-Lesson gegeben hat. Wo habt ihr denn da trainiert? Wie kann man sich das vorstellen? Was habt ihr da gemacht? Das war in Köln in der Soccerhalle, nicht die von Podolski, sondern in einer anderen Soccerhalle. Da waren wir, dann waren wir erstmal unten in so einem Videoraum, sag ich mal, mit dem Justus. Da haben wir erstmal Besprechung gemacht, Videoanalyse und danach haben wir auf dem Feld, glaube ich, 3 Stunden trainiert. Boah. Das ist der Unterschied aber. Das siehst du auch direkt so. Die Wiederholungen, die ihr auf dem Platz da hattet, man hat Abläufe zum Teil da gesehen, das sah echt stark aus. Ich fand auch wirklich, also die ersten Matches, ich weiß nicht, ob ihr die anderen Spiele verfolgt habt, aber da sah das am Anfang relativ Ackermatch-lastig aus, wo sich die Leute versucht haben, einzeln irgendwie durchzuboxen, umgeholzt worden. Das hatte schon ein bisschen mehr System bei uns auch. Ich frage mich halt wirklich, wer überhaupt alles trainiert hat. Weil Draft Day war jetzt letzte Woche, ja, ist jetzt, keine Ahnung, bei vielen ist es ja so, dass sie aus ganz Deutschland kommen, vielleicht sogar aus Schweiz oder Österreich, I don't know.
Ich habe den Eindruck, also Hans Meinau letzte Woche, weil ich hatte ihn gefragt, ja, trainiert er eigentlich jetzt noch vor dem Spieltag? Weil, ja, ist ja teilweise herausfordernd, denke ich, ja. Einfach logistisch. Und er meinte, naja, klar trainieren wir. Wenn wir nicht trainieren, dann können wir im Würfel rollen. Ja, dann ist so ein bisschen individuelle Leistung, aber du hast ja gar keinen Spielablauf. So. Ja. Und ihr habt da echt richtig geil Mitte zugemacht, dann außen geswitcht, Richie zurückgefallen, also einfach nur geil. Das war gut, wir haben gesagt, wir spielen den Ball hinten schön rum und wenn wir keine Lösung finden, vor das Ding zu Richie, der macht die Bälle eh fest, unser Lukaku, wie er schon gesagt hat. Ja. Und dann rausrücken und dann, das hat man ja gesehen. Es gab auch so ein, zwei Szenen, wo der echt einen einfach so weggedrückt hat. Ja. Also einfach gar keine Chance. Keine Chance, echt wie ein Panzer. Geil, Junge, ja, wirklich. Aber ja, war echt, also, jeder Spieler war heute gut. Nicht nur ich, also alle haben gut gespielt. Safe. Und ich bin auch schon gespannt, wie ihr das kommentiert habt, vor allem Splash, Bruder. Ich schaue schon mal ab. Ich gebe mir das auch nochmal. Dein Name ist Aziz! Hab ich auf jeden Fall. Wir haben gut Feuer gemacht hier auf jeden Fall, aber ihr habt uns natürlich auch viel dafür geliefert am Ende. Hat sehr, sehr Spaß gemacht und ich wollte nur eine Sache nochmal sagen, ganz wichtig fürs Mindset, aber ich denke, da wird euch Hans direkt abgeholt haben nach dem Spiel. Wir müssen auf dem Boden bleiben, ne? Leute, es ist erst der erste Spieltag. Wir haben den direkt 8 Dinger reingedrückt, aber Step by Step, Game by Game. Ne? Stay humble. Bei 3-0 meint Hans auch schon, Jungs, ist zu wenig, ihr müsst jetzt konzentriert bleiben. 3-0 ist keine Führung. Und dann wussten wir, okay, 3-1, dann war es wieder kritisch, dann 4-1 und dann wussten wir eigentlich. Ja, bei 4-2 war ich auch noch kurz. Ja. Jetzt nicht hier den alles lassen. Ja. Aber die beiden Tore, die sie im laufenden Spiel gemacht haben, waren auch so ein bisschen... War jetzt nicht, das eine war ein Missplay von uns so und das andere war eine Ecke, glaube ich, und so. Aus dem Spiel heraus kaum was hinbekommen. Wie ist das? Wie ist der Platz? Ja, genau, weil das sind schon sehr viele ausgerutscht. Rutschig, ne? Die haben das unten nicht fest, ne? Ja, ist nicht fest, aber ich bin ehrlich, wenn man 1000 Füße anhat, also Richie, wie geht's? Dann. Hey, hallo. Oh. Moin. Das ist Richie. Wie goated auch die Jacken aussehen, ne? Muss man sagen. Geil, die Jacke, ja, ne? Ich sag's auch. Ausrüstung, top. Du, pass auf. Wir machen fliegender Wechsel, wenn es für dich passt. Ja, weil wir haben leider nur 2 Stühle und 2 Mikes. Danke an die Community und wir sehen uns dann nächsten Montag mit dem nächsten Sieg. Jo, lass in der Dusche nicht die Seife fallen. Wir haben uns kurz angesprochen geführt, ne? Ja, hau rein, Mann. Grüße an die Community. Bitchy. War neuer Panzer. Guter Junge. Wie war's für dich? Wir sind hier noch gerade im Call mit Splash Bruder und Sola. Weißt du, ob du die kennst? Hi, wir kennen die nicht. Moin, die, alles okay, gut. Geil. Die haben kommentiert für unsere Audience. Und wie war's für dich? Ja, war cool. Ich muss sagen, war sehr lustig und vor allen Dingen ja mit so einer Unterstützung, mit so einem Präsi, mit den Klamotten. Ich find's krass, dass ihr das sagt, weil die haben das kommentiert. Gemutet, weil der Kommentator von hier die ganze Zeit mit drin war. Ach, und haben sich einfach Stadionatmosphäre angemacht. Aber wir haben hier richtig Alarm gemacht. Alter, Hans und Justus heißt er, ne? Nee. Wer? Der Co-Trainer? Justus, genau. Justus, ne? Hans und Justus, Alter, die haben richtig Alarm gemacht. Von Calcio kam ja gar nicht. Das ging ja auch gar nicht. Ja. Selbst wenn ihr es versucht hätten, hätte ich keiner mehr gehört. War so krass. Das war auch echt sehr, sehr, sehr geil. Also war vor Ort auch echt krass. Ja, ich hoffe, die Jungs haben auch schön Krach gemacht dort, ne? Natürlich. Wie sollen wir anders machen, wenn du 4 Leute auf dich aufnimmst mit einem Ballkontakt, die alle auf ist da hinter dir und die wirklich, keine Ahnung, 20 Leute brauchen, um dich einmal runterzubekommen. Ja, das ist auch, ihr macht es uns auch leichter, ja, ne? Ihr macht es uns extrem leicht, ja? Eintracht Spandau macht Spaß, 1 auf die 1 und ja, Torrekord, da habt ihr alle gemeinsam mit dazu beigetragen. Stimmt. Wir haben die meisten Tore bisher jemals in der Baller League und die Kombination... Im Hallenfußball. Die Kombination Knabe und Sapai, noch keine Niederlage bisher. Das ist Wahnsinn. Nur Streaks. Das ist richtig. Ist ein Traum. Ist echt so geil. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Aber ich sage noch mal ganz kurz sorry. Also, ich weiß nicht, woher die kamen. Kommen die aus Berlin oder? Calcio Berlin, ja. Nein, nicht Calcio Berlin. Ich meine jetzt unsere Unterstützung. Unsere Unterstützer kommen von überall angereist. Echt? Also die Leute, die hier vor Ort waren, meinst du jetzt, ne? Genau. Die haben Alarm gemacht, ne? Mit 10 Leuten hier, 15 Leuten. Also ich sag ja. Davor bin ich eingeschlafen, aber ich muss sagen, mit unseren Jungs hier, boah. Ja, und jetzt überleg mal, aktuell, habe ich eben schon erzählt, aktuell ist ja das Ticket über Verlosen, dass man so hier vielleicht ein Ticket gewinnt. Mhm. Und wir sind gerade dran, dass wir halt ein ganz Kontingent bekommen für unsere Leute, weil, ich weiß nicht, ich habe euch ja letzte Woche auch gezeigt, hier Fanmarsch von uns beim Sommerfest und so. Dann holen wir uns hier ein Kontingent und dann kommen hier die Ultras rein, Alter. Mit allem, mit Trommeln, Megafon, alles. Also ich freue mich drauf. Capo. Ich freue mich drauf. So wie das heute war. Und nächste Woche mit Auswärtsbus. Hast du schon gehört?
Echt? Ja, wir kommen mit Auswärtsbus. Geil. Also mit rotem Teppich auf Knopfdruck. Ich wollte mit aus. Ja. Wie fandst du die Blaskapelle? Geil. Also, ich weiß auch gar nicht, was du mitbekommen hast. Ich stand da direkt daneben und mein Ohr ist schon vorher weggefallen, aber gut. Ja. Hab dann die ersten halbe Stunde, glaube ich, nur ein Piepsen gehört, aber danach ging es auch wieder, ne? Ja. Die haben richtig Alarm gemacht, Alter. Ja, das war, ich muss sagen. Wir haben halt allen die Show gestohlen. Allen. Sportlich und inhaltlich. So in Bezug auf Content. Allen die Show gestohlen. Geil. Also definitiv, muss ich sagen, ehrlich, ja. Definitiv. Und so kann es auch noch weitergehen. Ja. Ich freue mich drauf und ja, geil. Wie gesagt, nice. Auf nächste Woche dann hoffentlich wieder mit einem tollen Sieg. Vielleicht schießen wir dann anstatt 8, dann vielleicht auch 9 Tore. Ja, ey. Ja, wie fandest du dieses 1-gegen-1? Du hast ja reingestartet. Genau. Das ist ganz viel Verantwortung, ne? Ja, ja. Also als Kapitän musst du das halt machen. So. Das Macher. Ist ein Thema. Und ich muss aber auch sagen, ich habe es am Anfang gar nicht verstanden. Ja. Wir haben uns das so schnell erklärt. Ich wusste jetzt gar nicht, darf ich drinnen bleiben, muss ich schnell ins Tor rennen. Ja, mit Auswechseln und so. Ne? Genau, mit Auswechseln. Wir haben halt am Anfang gedacht, einen Schuss und danach musst du direkt wieder raus. Mhm. Und dann hat der Schiedsrichter wusste selber, glaube ich, nicht, weil irgendwann mal gesagt, okay, dann geh raus, dann doch nicht. Ja, war kurz Verwirrung, ja. Aber schön, also ich muss sagen, war echt cool. Ja, konnten die von Kalcha auch mal ein paar Buden machen. Ja, genau, haben wir auch mal ein bisschen Zeit gegönnt. Ja, wir hatten erst ein bisschen Sorge, weil das ja gefühlt der einzige Spielmodus ist, wo man vielleicht in kurzer Zeit auch nochmal Rückstand aufholen kann. Paar Dinger, ja, ja. Habt da Sorgen gehabt, also gemacht. Wir auf jeden Fall nicht, wir hatten da gar keine Sorgen. Na gut. Wie gesagt, die hatten eh Angst vor uns, von daher mit der Kulisse. Ich glaube wirklich, die haben sich komplett eingeschissen. Ja. Gut, dass hier Kunstrasen ist. Ja, wichtig für uns und Prio Nummer 1 für den nächsten Stream vielleicht, dass wir diese wilde Stadionatmosphäre, die echte Stadionatmosphäre vielleicht irgendwie hinkriegen können. Das wäre voll dran. Ja. Gerade ist es ja auch voll funny, weil wir hatten Momente in der Halbzeit, haben wir dann bei euch reingehört, wo halt einfach ihr oder also du oder Hans oder so geredet habt. Und dann hat man die ja auch wirklich Wort für Wort, Bar für Bar gehört. Hört, ne? Ja. Und das war dann schon richtig geil anzugucken. Und wenn du dann so hörst, was da wirklich gesagt wird, dann kann man noch viel besser damit spielen, anstatt dass man sich natürlich nur die Gedanken. Ey, ich habe da auch, ich habe da am Spielfeldrand noch die ganze Zeit rumgebrüllt, so dumme Scheiße halt. So, mach ihn frisch. Oder komm, Pressing, flank rein. So halt so, weißt du, wie sie zu Hause auf der Couch normalerweise sitzen und dann sagen, pass den doch. Ja. Und dann nehmen mir Justus und Hans aber auch sich gar nicht irritieren lassen, machen da die Calls. War komplett krass. Aber auch zu deinem Punkt, also wir wollen halt ein Clean-Feed-Signal. Das bedeutet einfach nur das Bild und die Atmosphäre ohne Kommentator. Das haben wir eigentlich schon angefragt gehabt. Wir haben letztes Jahr ja der Boller League schon gesagt, jo, wir machen Co-Streamer und so. Ich glaube, die haben jetzt erst so richtig begriffen, was wir damit meinen. Das ist ein bisschen, ihr müsst verstehen, die Boller League ist jetzt komplett neu. Mhm. Die ganze Sache hier mit Influencern und so haben die vorher noch nie gemacht. Produktionell, ich fand es jetzt ganz solide, aber so ein Clean Feed wäre halt richtig nice. Definitiv. Ja. Das sollten die schon beim Draft Day hat man auch so ein bisschen gemerkt, das war inhaltlich da ein bisschen langatmig gegen Ende. Genau. Aber das wird jetzt von Woche zu Woche bestimmt besser. Was ist das? Und schon richtig geil reingestartet. Also für uns lief es ja wirklich jetzt traumhaft. Aber ja, Clean Feed ist das, was her muss, ja. Hört man den Kommentator in der Halle? Nee. Manchmal, wenn so eine Unklarheit ist, ob das jetzt ein Tor war oder nicht, irgendwie wegen Abseits oder so, dann gibt es kurz so einen Stadionsprecher, der das kurz klärt. Das war zweimal der Fall oder so. Ah, okay. Krass, ich dachte, man hört den. Ich dachte, man hört den. Nee, man hört nur die Halle. Man hört nur die Halle. Und deswegen Hans und Justus so Gas gegeben und zwischendurch immer dumme Sprüche von mir. Und Julius ist auch die ganze Zeit rumgelaufen, da habt ihr den gesehen. Auch bei so Fouls. Ja, auch gut. Sprüche von euch. Nee, leider nicht, weil halt der Kommentator immer drüber war. Weil hier auch Julius im Hintergrund so bei dem einen Tor so. Geil, VAR und so die ganze Zeit, war zu funny. Sowieso, also die ganze Dynamik war lustig und man hat aber auch gesehen, dass ihr wirklich schon eher noch eingespielt wart, dass ihr schon ein paar mehr, diese Trainingseinheit mehr, die wird euch auf jeden Fall, denke ich mal, da geholfen haben. Definitiv. Viele haben trainiert? Oh, sorry, du wolltest gerade eine Frage stellen. Easy, ich wollte einfach nur Richie auch nochmal fragen, wie er so mit Hansi, mit Hans, das aktuell, mit Hans, wie das aktuell für dich ist und wie das ist gerade in der Baller League, das erste Training da, diese 5 Stunden, die ihr da gehustelt habt gemeinsam und generell die Stimmung. Du bist ja auch so ein bisschen sein Boy, ne? Genau, wir kennen uns ja, also ich muss ja sagen, zu Hans und mir, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir kennen uns ja aus der Leverkusen-Zeiten. Ich bin ja damals mit 16 Jahren bei Leverkusen Profi geworden und durfte dann schon mit den Profis trainieren und war da relativ früh da. Und ich war halt immer extrem ehrgeizig und Hans war mehr oder weniger so der, ja,
mein Motivator, sagen wir mal so. Oder Mentor oder so. Genau, Mentor, ja, Motivator. Ja. Weil meistens immer, wenn ich dann halt vielleicht nicht viel gespielt habe oder nicht dabei war, war er derjenige, der mich immer aufgebaut hat. Und dadurch halt auch eine jahrelange Freundschaft entstanden. Und ja, cool. Jetzt sehe ich ja auch, da habe ich es von mir genommen, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht machen soll, sondern der tritt mich also eigentlich noch mehr in den Arsch, wenn ich das so sagen darf. Und ja, von daher finde ich die Zusammenarbeit mit denen super, tun wir eh immer. Und hat sich auch wieder ausgezahlt. Wie gesagt, wir haben ja Samstag trainiert. Mhm. 4 Stunden lang, ne? Oh, krass. Also, ja, also war jetzt nicht einfach mal so eine kurze Einheit. Ja. Und haben ja auch viel besprochen, aber wie man sieht, hat es am Ende was gebracht. Ja, voll, viel koordinierter. Ja, genau. Ja. Und wie du auch eben gefragt hast, so wie ich mitbekommen habe, haben tatsächlich einige Mannschaften auch trainiert. Okay. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass so viel. Hätte ich auch nicht gedacht, weil wurde ja von überall gedraftet. Genau, genau. Also und da ist es logistisch echt herausfordernd teilweise, glaube ich. Ja, wie geht's? Die Jungs doch, dass sie auch alle mitmachen. Ja, 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 ist Commitment, voll. Wie geht's da jetzt weiter? Habt ihr da schon konkrete Trainingszeiten? Kann man als Fan auch vielleicht da mal vorbeischauen, wie bei so einem Profitraining, dass man da mal ein Training zuschaut oder so? Was ist, habt ihr da schon konkrete Pläne oder ist das Olympiagelände zumindest? Da geht ja, das ist ja viel Platz. Nee, bestimmt. Also, ich weiß es gar nicht. Wann können wir vielleicht Hans nochmal fragen genau. Oder so? Der weiß es wahrscheinlich genau. Besser. Hans weiß es besser. Also, ich weiß auch gar nicht, wann die nächste Einheit ist. Das müssen wir auch noch alles besprechen. Und daher, ja. Ja, morgen, oder? Ja, also, ja, wird direkt weitergehalten. Morgen kann sein, aber die Prio wird sein, dass jeder sich selber fit hält. Ne? Das ist ja, wenn es wie Homeoffice, da wird wir vertrauen, ne? Das sowieso. Das sowieso. Könntest du den Burger einfach vom Tisch in den Mund rein und wieder zurück? Das ist ja auch schon alleine. Ne? Ja, das safe. Gut. Richie, vielen Dank. Ich hab zu sagen. Du willst wahrscheinlich jetzt auch langsam los. Duschen. Ja, gehst du duschen. Hey, cool, dass du da warst. Cool, dass du nochmal vorbeigeschaut gerne. Hast. Hat die Leute auf jeden Fall gefreut. Leute, lass nochmal Liebe für Richie da. Was ist dir lieber? Spandauer Lukaku, Spandauer Drogba, Spandauer Panzer? Wie willst du genannt werden? Boah. Und was sagst du? Naja, also ich finde, ne, Drogba ist krasse die, Legende als ja. Lukaku, würde ich sagen. Definitiv. Ne? Dann nehmen wir Drogba. Ja, so. Spandauer Drogba. So nämlich. Nämlich. Nice. Lukaku. Ich ganz Liebe. Vielen, vielen Dank. Und noch schon jetzt Liebe eine Legende in Spandau. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch in Spandau. Ja, Mann. Ja? Bei der Meisterschaftsfeier spätestens. Im Rathaus. Ja. Zieh mal schön durch die Spandauer Altstadt und am Marktdamm Biertischgarnitur. Bühne mit Kai Pflaume moderiert oder Barbara Schäfer oder so. Und dann gibt es da eine Sause. Geil, Richie. Vielen Dank, Mann. Ich hab zu danken. Hau rein. Bis demnächst. Ciao. Beim Duschen. Vielen Dank. Ja. Grüß die Jungs. Peace. Was für drippy Sachen die auch haben, wirklich, ne? Also man ist schon mad eifersüchtig. Die Jacke sieht zu fresh aus auch, ne? Ein bisschen official so. Haben andere Teams auch nicht, Alter. Die haben einfach nur irgendwelche schlichten Baller-League-Trainingsklamotten oder so. Ich finde halt schon mal also merkt... wir setzen hier wirklich eine Note.